Man führte ihn schweigend in den abgedunkelten Raum. Armand Fernault kniff unwillkürlich die Augen zusammen, als könne er dadurch mehr erkennen. Doch das war ein Irrtum. Er nahm lediglich die schemenhaften Umrisse eines kräftigen Mannes wahr, der leise atmend in einem tiefen Sessel saß. Der unbekannte Gastgeber forderte mit einer stillen Geste seinen Besucher auf, sich ihm gegenüberzusetzen. Sie gelten als einer der größten Hellseher der Welt. Ist das so? Ja, Ihr Ruf ist Ihnen wie üblich vorausgeeilt, Monsieur Fernault. Sie haben bereits Politiker, Schauspieler und andere Prominente beraten. Wenn Sie das sagen? Ich habe vor 3 Tagen von Ihrer Ankunft in Tokio erfahren. Ja, leider war es nicht mehr möglich, dieses Treffen eher zu arrangieren. Meine Termine sind immer dicht gestaffelt, Monsieur. Viele Menschen kommen zu mir oder ich zu Ihnen, weil sie meinen Rat brauchen. Das ist mir alles bekannt. Deshalb habe ich Sie zu mir kommen lassen. Nun, es ist nicht üblich, dass sich mein Mandant nicht vorstellt. Wenn ich Sie beraten soll, muss ich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Wovor fürchten Sie sich? Andere, hohe Persönlichkeiten? Nicht die Furcht ist es, die mich zwingt, anonym zu bleiben. Aber reden wir nicht von mir. Reden wir von Ihnen. Ich habe gelesen, dass Sie nur das Fluidum eines Menschen brauchen, um etwas über ihn und sein Schicksal aussagen zu können. Das stimmt doch, nicht wahr? Ja. Wenn Ihnen bestimmte Fragen gestellt werden, erfolgt intuitiv die Antwort. Und Sie sind in der Lage, die Vision zu schildern, die Sie im Moment haben. So ist es. Wunderbar, wunderbar. Dann spielen weder mein Gesicht noch mein Name eine Rolle. Ich sitze vor Ihnen. Sie hören meine Stimme. Sie empfangen das Fluidum meines Körpers. Mehr brauchen Sie nicht. Ich will Ihre Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen. Ich habe nur eine einzige Frage an Sie. Bitte? Nur eine Frage? Und dafür zahlen Sie mir ein so hohes Honorar? Der Betrag war im Voraus von einem der beiden Japaner, die ihn abgeholt hatten, entrichtet worden. Werten Sie dies als Zeichen meiner Hochachtung und Großzügigkeit. Nun gut, reichen Sie mir bitte Ihre linke Hand. Es war eine schmale, aber kräftige Hand mit langen, nervigen Fingern, die selten für einen Japaner waren und die irgendwie im Kontrast zu dem schweren, untersetzten Körper standen. Es waren Finger, die am ehesten zu einem Künstler oder einem Chirurgen passten. Gut, danke. Und jetzt stellen Sie mir Ihre Frage. Wie werde ich sterben? Die Augenlider des Hellsehers zitterten ein wenig. Schon öffnete er die schmalen, stets von einem leichten Lächeln umspielten Lippen, wollte etwas sagen, als er entsetzt innehielt. Eine grauenhafte Vision stand greifbar nahe vor seinem Auge. Es graute ihm. Kalter Schweiß brach ihm aus und mit einem Aufschrei riss er sich los. Was ist? Armand Fernauds Glieder waren bleischwer. Er fühlte sich in den Sessel gepresst. Angst stand in den Augen des Franzosen zu lesen. Was ist? Was haben Sie gesehen? Ja, so reden Sie doch, Mann! Nein, nein. Ich kann nicht darüber sprechen. Ich habe Sie bezahlt! Ich werde Ihnen das Geld zurückerstatten. Was haben Sie gesehen? Entschuldigen Sie mich. Ich muss jetzt gehen. Nicht, ohne mir Ihre Vision zu beschreiben. Es geht nicht. Ich kann nicht. Etwas stimmt nicht. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Es tut mir aufrichtig leid. Sie weigern sich? Ja, zumindest für den Moment. Eventuell werde ich später darüber sprechen. Ich muss erst in Ruhe nachdenken. Es kann ein Irrtum sein. Damit ist Ihnen nicht gedient. Es ist kein Irrtum. Ich weiß es. In Armand Fernauds Schädel dröhnte es. Die Stimme des Japaners mischte sich unter das Rauschen, das sein Bewusstsein erfüllte und nur langsam abklang. Er stand im Bann eines Erlebnisses, über das er nicht sprechen konnte, selbst wenn er gewollt hätte. Nun, es ist Ihre Entscheidung.
Wenn Sie jetzt nicht darüber sprechen, dann werden Sie nie mehr darüber sprechen. Wie meinen Sie das? Armand Fernauds Sinne erfassten die Dinge im letzten Augenblick. Er riss die Augen auf, als er das lange, schmale, blitzende Etwas in der Rechten der Schattengestalt sah. Es zischte durch die Luft, es klang wie ein Peitschenschlag. Mit einem einzigen Hieb trennte die messerscharfe Schneide seinen Kopf vom Rumpf. Ohne sichtliche Rührung legte der unheimliche Mörder den langen, feingeschliffenen Degen auf den kleinen, flachen Tisch, wischte sich mit einer mechanischen Bewegung das Blut, das aus dem Rumpf gespritzt war, von seinem Gesicht. Er tat dies mit einer Gleichgültigkeit, als wäre er das gewohnt. Er ging an das Fenster, zog die Vorhänge zurück und das schwache Licht drang in breiten Bahnen in das Mordzimmer. Der Japaner blieb eine volle Minute lang am Fenster stehen. In seinem glatten, rätselhaften Gesicht bewegte sich kein Muskel. Er starrte hinunter auf die Gasse, wo sich um diese Zeit nur noch wenige Menschen aufhielten. In dem kleinen Hotel, das Yasuhiro Konaki für die Begegnung mit dem Hellseher vorgesehen hatte, wusste niemand etwas von dem Treffen, bis auf wenige Eingeweihte. Der geheime Kult, dem sie angehörten, hatte sie zu ewiger Treue und ewigem Schweigen verpflichtet. Über Konakis fettiges Gesicht lief der Schweiß. In den Augen des Japaners blitzte es. Das Geheimnis seines Todes war weiterhin ungelöst. Es blieb im Dunkel der Zukunft, die ihn erwartete. Er ahnte, dass etwas auf ihn zukam. Es war das Gesetz von Ursache und Wirkung, dem sich kein Mensch entziehen konnte. Er hatte sich Mächten verschrieben, die ein Mensch fürchten musste. Wäre er hinter das Rätsel um seinen Tod gekommen, hätte er unter Umständen rechtzeitig etwas dagegen tun können. Armand Fernaud hatte es gesehen. Etwas von der Kälte und den Qualen, die für ihn bestimmt waren, hatte ihn, Konaki, angehaucht. Die Reaktionen des Hellsehers hatten für sich gesprochen. Hinter ihm wurde leise die Tür geöffnet. Seine beiden Begleiter hatten seinen Schatten am Fenster gesehen. Das war das Zeichen, dass sie kommen sollten. Schafft ihn weg! Werft seine Leiche ins Meer! So gut wie erledigt, Meister. Und sagt dem Wirt Bescheid. Er soll die Spuren verwischen. Ja, Meister. Yasuhiro Konaki griff nach dem leichten Übergangsmantel, der hinter der Tür hing, und nach dem dunklen Hut, der etwas zu klein war und wie ein Fremdkörper auf seinem dicken Kopf wirkte. Ohne noch einen Blick hinter sich in den Raum zu werfen, verließ er den Tatort. Spätestens morgen früh würde man Armand Fernaud in seinem Hotel vermissen. Dann würde die große Suche nach ihm beginnen. Aber man würde ihn nie finden. Der Hellseher hatte nicht hinterlassen können, wohin er gegangen war. Er war untergetaucht. Für alle Zeit. Es war ein Morgen wie jeder Morgen in Tokio. Die Personenzüge waren hoffnungslos überfüllt. Die Straßen platzten schier unter dem Verkehr, der sich träge voranschob. Pünktlich auf die Minute betrat der Generaldirektor des Taikuchi-Konzerns sein Büro. Ja? Und wie sieht es bei Yamahoki und Hamado aus? Es ist noch zu früh. Drüben in Europa schlafen noch alle. Es muss aber heute passieren. Die Trainingsrunden finden heute statt. Hamado wird die Vorbereitungen bereits abgeschlossen haben. Ich habe bis zur Stunde noch keine Bestätigung erhalten. Spätestens heute Mittag erkundige ich mich nach dem Stand der Dinge. Wenn ich telefonisch nicht durchkomme, bringe ich ein Telex auf den Weg. Vielleicht ist auch schon etwas von Hamado unterwegs? Dann wird es Zeit, dass es eintrifft. Rufen Sie mich an, sobald Sie etwas Neues wissen, Tsuki. Natürlich, Dr. Konaki. Ich liefere die Leute. Sie sorgen für den technischen Ablauf der Dinge. So war es abgesprochen. Wir sind Partner, Tsuki. Wir beide haben einen Vorteil davon. Vergessen Sie das nicht. Niemals! Flammend rot ging die Sonne über dem Mittelmeer auf. Himmel und Meer sahen wie eine einzige riesige Blutlache aus.
Um diese Zeit kehrte ein gewisser Bernd Helmer von seinen Trainingsrunden zurück. Der deutsche Fahrer hieß in Wirklichkeit Björn Hellmark und war der Sohn des bekannten Alfred Hellmark, der einen riesigen Chemiekonzern sein eigen nennen konnte. Die Zeit, die er gefahren war, konnte sich sehen lassen. Der March lief wie ein Uhrwerk. Fahrer und Maschine waren in Höchstform. Gegen die Bande gelehnt blinzelte er in die Sonne. Von der Zuschauertribüne aus näherte sich ihm eine junge, dunkelhäutige, langbeinige Schönheit in einem zitronengelben Kleid. Carminia Brado schlang ihre schlanken, nackten Arme um Björn Hellmark. Der 26-jährige Deutsche drehte leicht den Kopf zur Seite und hauchte einen Kuss auf die verführerisch schimmernden roten Lippen. Für heute bin ich frei, Schoko. Er nannte sie meistens bei ihrem Kosenamen, mit dem er auf ihre Hautfarbe anspielte. Und was meinst du? Wie schlagen wir die Zeit tot? Legen wir uns bis zum Mittagessen an den Strand und schwimmen ein bisschen? Einverstanden. Und nach dem Essen? Na, das Essen dauert 2 Stunden. Mindestens. Hier in Frankreich nimmt man sich Zeit, wie du weißt. Ah, der Tag verspricht heiß zu werden. Ich schlage vor, wir legen nach dem anstrengenden Mittagsmahl eine Siesta ein. Der reiche Playboy, der schon die ganze Welt gesehen hatte, der ein leidenschaftlicher Reiter war, einen Pilotenschein besaß, mit seiner Yacht Seejungfrau die Weltmeere befahren hatte und in allen Sportarten aktiv war, lebte auf der Sonnenseite des Lebens. Der Reichtum des Vaters ermöglichte ihm ein sorgloses und abwechslungsreiches Leben. Aber dieser Reichtum und die Möglichkeiten, die ihm dadurch eröffnet worden waren, hatten ihn nicht arrogant werden lassen. Erfuhr er von einem echten Notfall, dann war er der Letzte, der nicht helfend seine Hände ausstreckte und auch mit finanzieller Hilfe nicht geizte. Im Hotel angekommen, kleidete sich Björn Hellmark rasch um, besorgte ebenso wie Carminia in ihrem Zimmer sein Badezeug und spazierte mit seiner Freundin zum Strand hinunter. Obwohl es erst 10 Uhr morgens war, füllte sich der Strand rasch mit Menschen. Viele Einheimische, aber auch viele Touristen, überwiegend Deutsche, verbrachten ihren Urlaub hier. Carminia und Björn schwammen gemeinsam hinaus, tollten wie Kinder durch den Sand, legten sich schließlich in die Sonne, um die Wärme zu genießen und vor allem die Ruhe, die Björn Hellmark gerade vor einem Rennen dringend nötig hatte. Sie lagen nebeneinander im heißen Sand. Als Björn Hellmark seinen Kopf zur Seite drehte, sah er vom Rande des Sandstrandes schräg hinter sich die beiden Japaner, die gemächlich einen Spaziergang am Sandstrand machten. Das sind Yamahuki und Hamado. Du kennst die beiden? Der kleinere von beiden ist Onio Yamahuki. Er soll taubstumm sein, nicht wahr? Ja, ganz recht. Er ist bei einer Trainingsfahrt verunglückt. Was genau geschehen ist, konnte nie geklärt werden. Er hat für den Takushi-Konzern einige Wagen getestet. Dabei muss es passiert sein. Direkt nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hat er das Training wieder aufgenommen. Er ist unermüdlich und hat sich an die Spitze gearbeitet. Ah. Es wird nicht einfach werden, gegen ihn zu gewinnen. Man sagt, er sei nicht nur mutig, sondern kämpfe auch stets mit höchstem Einsatz, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Rennen. Versprich mir, vorsichtig zu sein. Natürlich, Schoko. Das bin ich doch immer. Er drehte sich herum, sodass er ihr in die Augen sehen konnte. Dunkle, besorgte Augen. Hör zu. Du brauchst keine Angst, um mich zu haben. Es wird mein letztes Rennen sein. Jetzt, wo ich dich kenne, muss ich nicht mehr Kopf und Kragen riskieren, um den Mädchen zu imponieren. Ich werde es ohne großes Risiko über die Runden bringen. Das verspreche ich dir. Und nach diesem Rennen gehe ich nie wieder an einen Start. Ich fahre dann höchstens noch zu meinem eigenen Vergnügen. Ich bin da. Es wird sein letztes Rennen sein. Darauf können Sie sich verlassen, Herr Generaldirektor. Das sagte am späten Nachmittag Tonka Hamado, der Manager des japanischen Weltklassemannes Yamahuki. Er sprach von dem Postgebäude der nächsten Ortschaft aus. Ich wollte mich schon früher melden, aber das Telefon im Hotel zu benutzen, war mir zu riskant. Er schilderte die Situation, die er angetroffen hatte, und dass alles viel schwerer gewesen war, als man glauben mochte. Ich habe es nicht riskiert, einen der Techniker zu bestechen. Ich musste mich selbst davon überzeugen, dass wirklich alles in Ordnung geht, Herr Generaldirektor. Es war schwierig, etwas vor dem Trainingslauf zu unternehmen. Sie reden in Rätseln, Hamado.
Anfangs behaupteten Sie, dass Helmer so gut wie ausgeschaltet sei, und nun bekomme ich zu hören, dass Sie noch keinen Finger krumm gemacht haben. Was soll der Unsinn? Sie haben mich falsch verstanden, Herr Generaldirektor. Ich konnte vor dem Training nichts tun. Unmittelbar nach der Rückkehr des Wagens jedoch fand ich 5 Minuten Gelegenheit, in die Garage einzudringen und dort mein Vorhaben zu verwirklichen. Was also nicht bei der Trainingsrunde passiert, wird sich morgen früh beim Rennen selbst ereignen. Die Angelegenheit wurde nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Es kommt uns nicht nur darauf an, dass Helmer aufgeben muss, Hamado. Ich weiß. Der Name Taikuchi muss in aller Munde sein. In den nächsten Jahren darf keine andere Automarke mehr gewinnen. Es muss sichergestellt sein, dass sich Helmer nicht mehr von diesem Unfall erholt und nochmals auf die Idee kommt, sich hinter das Steuer eines Rennwagens zu setzen. Helmer kann von großem Glück reden, wenn er die ersten 20 Kilometer mit seinem Wagen lebend übersteht. Noch innerhalb dieser Strecke muss sich das linke Vorderrad lösen. Ja, genau so ist es. Mit Beginn der Dunkelheit trafen sich die Rennfahrer und Journalisten, die engsten Freunde, Angehörige der technischen Teams und Ingenieure in der Bar Minosch. Man war fröhlich, unterhielt sich angeregt, hatte Gelegenheit, mit den Prominenten zu reden. Auch Björn Hellmark und seine Begleiterin waren in der Bar anzutreffen. Björn im eleganten Smoking, Carminia im langen Kleid, das einen Rückenausschnitt hatte, über den man nicht sprechen, sondern nur staunen konnte. An einem Tisch in der Ecke gleich neben dem Eingang saßen der deutsche Starreporter Klaus von Wagenberg und dessen französische Kollegin Chantal Durimont. Die 35-jährige Reporterin sah nicht nur blendend aus, sondern verfügte auch über ein Fachwissen, um das sie mancher männliche Kollege beneidete. Helmer scheint es gepackt zu haben. Sieht ganz so aus. Man sieht ihn nicht mehr allein. Sie begleitet ihn überall hin. Wie lange geht das schon? Er soll sie vor einem halben Jahr in Rio kennengelernt haben. Ob er sie heiraten wird? Wen? Die kleine Brasilianerin? Von der reden wir doch die ganze Zeit. Sie sind heute so abwesend, verehrter Kollege. Die französische Sportreporterin drehte ihren Stuhl so, dass sie die gesamte Bar überblicken konnte. Chantal Durimont sprach Deutsch mit einem leichten Akzent, der reizend zu ihr passte. Helmer und seine Begleiterin sind ein hübsches Paar, finden Sie nicht auch? Der Gefragte nickte. Chantal fuhr fort. Zwischen 2 Zügen an ihrer Zigarette meinte sie: Er passt zu ihr und sie zu ihm. 2 schöne Menschen. Er, groß, schlank, breite Schultern und schmale Hüften. Mit einem Wort, ein Mann. Mutig, entschlossen, interessant. Männer, wie ich sie liebe. Es war ein offenes Geheimnis, dass Chantal Durimont harte und interessante Männer nicht nur im Rennauto oder auf der Skipiste interviewte, auch im Bett. Warum schweifen Sie so sehr in die Ferne, verehrte Kollegin? Das Gute liegt so nah. Werfen Sie einen Blick auf mich. Groß, schlank, nicht mehr ganz so blond allerdings, weil der Scheitel ein bisschen in die Breite geht, aber das zeugt von Männlichkeit, sagt man. Wo sind Ihre schmalen Hüften, Monsieur Wagenberg? Naja, ein kleines Bäuchlein. Das kommt davon, wenn man immer nur von Sport schreibt, ihn aber nicht selbst betreibt. Und davon, wenn man zu viel Bier trinkt. Der Schein trügt. Das ist ein Pilz. Enthält kaum Kalorien. Die Hauptsache ist, man glaubt daran. So, und nun knöpfe ich mir den kleinen Helmer mal vor. Kollege Stonefield scheint genug zu wissen, er steckt gerade seinen Block weg. Verdrehen Sie mir Helmer nicht den Kopf. Ich bin nicht eingebildet und ich kenne meine Wirkung auf Männer. Aber ich fürchte, gegen Carminia Brado kann ich nichts ausrichten. Da geht es mir ähnlich wie Ihnen bei mir mit dem Bäuchlein. Mir fehlt einfach ein Hauch von Rasse. Und das ist genau das, was Helmer liebt. Er hatte schon immer ein Faible für das Exotische. Chantal Durimont näherte sich ruhig und gelassen der Bar. Mein lieber Stonefield, ich glaube, Sie haben mir den guten Monsieur Helmer jetzt lange genug vorenthalten. Wenn ich mich nicht spute, ist es schon fast zu spät, noch etwas von ihm zu erfahren und ein Bildchen zu knipsen. Er begrüßte die Reporterin mit Handschlag. Chantal konnte es sich nicht verkneifen, dem Deutschen einen Kuss dicht neben den Mund zu hauchen.
Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel. Er ist ja nun bald in festen Händen. Bis dahin dürfen wir uns diese kleinen Scherze noch erlauben. Ich kann nun mal schlecht von Gewohnheiten abrücken. Wann kann man gratulieren? Wann ist Verlobung? Wann Hochzeit? Ich warne Sie, Chantal. Sie schreiben nichts dazu. Darauf muss ich bestehen. Es gibt noch keine konkreten Pläne. Das lässt also noch hoffen. Sie ist wundervoll. Aber es gibt noch viele andere schöne Mädchen, mit denen Sie es sich verscherzen, wenn die große Hochzeit startet. Ach, ist das so? Nun, wer weiß. Vielleicht heirate ich nie. Aber jetzt genug davon. Konzentrieren wir uns auf das Fachliche. Was ich von meinem Gegner halte. Wie ich meine Chancen sehe. Ob ich weiterhin Rennen fahre. Das interessiert die Rennsportfans sicher mehr als irgendwelche Bettgeschichten. So etwas gehört in die Regenbogenpresse. Doch nicht in Ihr Magazin. Chantal Durumont führte ein etwa 20 Minuten dauerndes Gespräch mit ihm, richtete auch einige Fragen an seine brasilianische Begleiterin, die geschickt und klug antwortete. Dann fuhr er mit Carminha Brado in das Hotel zurück, wo sie ihre Zimmer hatten. Chantal Durumont interviewte an diesem Abend auch den Manager von Onio Yamahoki, Hamado. Der Fahrer selbst hielt sich nicht in der Bar auf, er galt als ein scheuer, zurückhaltender Mensch. Hamado sprach bereitwillig und nett über seinen Schützling, über seine menschlichen Schwächen, über seine Stärken. Der Japaner war zuversichtlich und glaubte an eine Sensation in diesem Rennen. Allerdings ist Herr Helmer eine Fahrerpersönlichkeit, die nicht zu unterschätzen ist. Taikuchi hat noch keine internationale Rennsporterfahrung. Wir können nur auf Testergebnisse zurückgreifen. Alle Wagen sind gut und wenn die Technik einwandfrei arbeitet, dann kommt es immer auf die Form desjenigen an, der diese Technik zu bändigen hat. Gegen 10 verließ auch Hamado die Bar und kehrte in das Hotel zurück. Das Zimmer, in dem Onio Yamahoki und er untergebracht waren, lag im 3. Stock. Es war sehr ruhig in dem Hotel. Hamado benutzte nicht den Lift, sondern die Treppen. Vor dem Zimmer Nummer 205 angekommen, blieb er kurz stehen, trat an das Fenster, als wolle er erst noch einen Blick hinunter in die parkähnliche Anlage werfen. In Wirklichkeit wartete er ab, bis ein Paar, das gerade aus dem Lift kam, sein Zimmer aufgesucht hatte und der große Korridor frei vor ihm lag. Hamado blieb vor der Tür Nummer 205 stehen und öffnete sie dann. Im Zimmer war es dunkel. Nur der Schein der Laternen vor dem Hotel spiegelte sich an den matt glänzenden Möbeln und tauchte das Innere in ein angenehmes und geruhsames Dämmerlicht. Onio Yamahoki saß in einem Sessel, der unmittelbar neben dem Fenster stand. Es sah ganz so aus, als habe der taubstumme Rennfahrer in den letzten Stunden dort gesessen und hinunter auf die Straße gestarrt. Hamado schloss die Vorhänge und knipste dann eine der beiden Nachttischlampen an. Wortlos näherte er sich dem Schrank, nahm einen kleinen eckigen Handkoffer hervor und schloss ihn auf. In dem eckigen Handkoffer befand sich ein aufklappbares Geheimfach, in dem mehrere kleine Behälter standen, die mit einer dünnen, glasklaren Flüssigkeit gefüllt waren. Hamado nahm einen der Glasbehälter heraus, holte aus dem Geheimfach eine Spritze, setzte vorsichtig eine frische, keimfreie Nadel an und durchstach dann die gespannte, gummiartige Folie über der Öffnung des Behälters. Während er die Spritze aufzog, ging er hinüber zu Onio Yamahoki. Mechanisch krempelte der Fahrer den Ärmel hoch und streckte seinen Arm aus. So, mein Junge, jetzt wollen wir dich noch füttern und dann legst du dich flach, damit du morgen schön ausgeruht bist. Er injizierte insgesamt 10 Kubikzentimeter der hochkonzentrierten Nährflüssigkeit. Onio Yamahoki verzog keine Miene. Sein Verhalten war für einen Außenstehenden befremdend, für Hamado eine Gewohnheit und Alltagssituation. Okay, mein Junge, du kannst dich fertig machen. Und morgen werden wir unseren großen Tag haben. Es wird eitel Freude geben auf unserer Seite. Freude, aber was das ist, davon hast du ja wohl keine Ahnung mehr. Genauso hätte er mit einer Wand sprechen können. Onio Yamahoki hörte ihn nicht. Mit einer geschmeidigen Bewegung hob er plötzlich beide Arme, umfasste seinen Kopf, machte eine kleine, ruckartige Bewegung und zog seinen Schädel wie einen Fremdkörper von seinen Schultern. Der Kopf war eine Maske, eine Attrappe, aus biosynthetischem Material gefertigt. Die Augen darin beweglich, aber nicht organisch. Nicht organisch die Haut, die Sinnesorgane. Onio Yamahoki saß auf seinem Sessel und hatte keinen Hals.
Wo bei einem normalen Menschen der Halsansatz begann, befand sich bei dem Japaner eine etwas mehr als Männerfaust große Kapsel von gelblich-weißem Aussehen. In die Kapsel eingesponnen war ein dichtes Netzwerk silberner Fäden, die matt schimmerten. Unio Yamahoki stellte seinen künstlichen, hohlen Kopf auf den Nachttisch. Als er sich bewegte, schien es, als würden die silbernen Fäden in der Plastikkapsel leicht glühen. Der Mann, der als Bernd Helmers schärfster Konkurrent eingestuft wurde, war kein Mensch, sondern ein Monster. In der Luft lag eine Spannung, die beinahe körperlich zu spüren war. Dann senkte der Starter die Flagge. Die Menschen tobten, Motoren starteten, die Luft erzitterte unter dem Brausen und Donnern der startenden Wagen. Björn Hellmarks Wagen war einer der ersten, die wegkamen. Carmin Jabrado und Björn Hellmarks Vater, der extra wegen des Rennens nach Frankreich geflogen war, saßen ganz vorn und beobachteten den Start. Björn Hellmarks schärfster Konkurrent Yamahoki jagte auf gleicher Höhe mit seinem Taikuchi 4 neben dem March her. Gleich hinter ihnen ein Maserati, zwei Porsche, ein Ferrari. Ferngläser wurden an die Augen gerissen. Die vordersten beiden Wagen verschwanden in der ersten Linkskurve. Der japanische Taikuchi 4 glitt wie ein Schatten neben Björn Hellmarks Wagen her. Die nächste Kurve kam in Sicht. Björn Hellmark drosselte die Geschwindigkeit. Yamahoki beschleunigte in der Kurve, kam dabei, um den Winkel so weit wie möglich zu halten, zu weit auf die rechte Seite herüber. Björn Hellmark zog den March auf die Seite. Die Reifen quietschten. Das linke Vorderrad, von verbrecherischer Hand manipuliert, eierte. Intuitiv spürte Björn Hellmark, dass mit dem Wagen etwas nicht stimmte. Aber da passierte es auch schon. Das gelockerte Vorderrad machte sich plötzlich selbstständig und rollte rechts an dem March vorbei. Funken sprühten in der Luft, als die Achse des Rennwagens über den asphaltierten Untergrund gerissen wurde. Dann ging alles blitzschnell. Björn Hellmark schlug mit dem Kopf gegen die Scheibe. Dann folgte ein ungeheurer Schlag, ein Blitz, eine Detonation. Der schlaffe Körper des Deutschen wurde aus dem sich überschlagenden Wagen geschleudert, der zu einem feuerspeienden, qualmenden Geschoss geworden war. Ein vieltausendstimmiger Aufschrei ließ die Luft erzittern. Carmin Jabrado wurde totenbleich. Dann rannte sie los, noch ehe Alfred Hellmark, der Vater des Verunglückten, nach ihr greifen konnte. Sie bahnte sich einen Weg durch den Wall von Menschenleibern. In ihren Augen stand das blanke Entsetzen. Fahrer rasten dicht an der in schwarzen Rauch gehüllten Unglücksstelle vorbei. Helfer jagten über die Straße. Löschgeräte kamen zum Einsatz. Zwei Sanitäter und ein Arzt kümmerten sich schon 3 Minuten nach dem furchtbaren Ereignis um den Verletzten. Äußerlich machte Björn Hellmark den Eindruck, als habe er sich nur den linken Arm verrenkt. Keine Verletzungsmerkmale, kein Blut. Aber er rührte sich nicht mehr. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich das Gerücht, Bernd Hellmar sei tot. Alfred Hellmark und Carmin Jabrado konnten es nicht fassen. In einem Extrawagen begleiteten sie den Krankentransport. Björn Hellmark wurde sofort in den Operationssaal gebracht. Ärzte und Schwestern standen bereit, alles war vorbereitet. Sie konnten sofort beginnen. Die große, weiß lackierte Tür schloss sich hinter dem OP-Team. Das lange Warten begann. In der Zwischenzeit wurde das Rennen zu Ende geführt. Unio Yamahoki wurde mit seinem Taikuchi 4 nach Björn Hellmarks Ausfall eindeutiger Sieger vor einem Porsche-Fahrer, 2 Ferraris und einem Maserati. Die Siegerehrung erfolgte bei auf Halbmast gesetzter Flagge. Die Begeisterung der Massen war allerdings ungebrochen. Sie schienen den Unfall schon wieder vergessen zu haben. Hellmars Tod gehörte mit zur Sensation. Zwar war über die Lautsprecheranlagen noch keine offizielle Bestätigung erfolgt, aber schon herrschte die Meinung vor, dass man die Mitteilung nur hinausgezögert habe, um das Rennen nicht abbrechen zu müssen. Nach über 3 Stunden öffnete sich endlich die Tür zum Operationssaal. Dr. Claude Perrin, der Chefarzt des Krankenhauses, kam auf die Wartenden zu. Carminia und Alfred Hellmark eilten ihm entgegen. Wie geht es ihm? Wird er leben? Er lebt. Noch. Sind Sie die Frau des Verunglückten? Nein, noch nicht wir.
Wir wollten uns verloben. Das tut mir leid. Sein Herz hat stillgestanden, die Atmung ausgesetzt. Wir haben sofort den Brustkorb geöffnet, mit der Herzmassage begonnen und mussten einen Blutstau entfernen. Die Massage wurde 2 Stunden durchgeführt, ehe das Herz wieder aus eigener Kraft zu schlagen anfing. Im Moment erfolgen die Herzschläge noch schwach und unregelmäßig und auch die Atmung ist mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar. Der Zustand von Monsieur Helmer ist ernst. Bitte stellen Sie sich auf das Schlimmste ein. Ich kann Ihnen nicht allzu viel Hoffnung machen. Nein, Björn! Björn Hellmarks Bett wurde aus dem Operationssaal gefahren. Der Körper war mit einem weißen Laken zugedeckt. Er befindet sich noch in tiefer Bewusstlosigkeit. Kann ich zu ihm? Wenn er erwacht, vielleicht. Ja, selbstverständlich dürfen Sie das, Mademoiselle. Wenn Sie das wollen. Wenn du damit anfangen willst, gern. Ich komme dann später und löse dich ab. Wenn es wirklich so schlimm steht, ist es besser, dass jemand ständig bei ihm ist. Vielleicht kommt er ja noch mal zu sich und will etwas sagen. Der Arzt erklärte der Brasilianerin, wo sich das Zimmer befand, und sie machte sich auf den Weg. Sie müssen etwas essen. Nein, danke. Ich krieg jetzt keinen Bissen runter. Aber damit, dass Sie sich selbst schaden, helfen Sie Monsieur Helmer auch nicht. Ich bringe Ihnen eine heiße Fleischbrühe. Danke. Während sie noch aß, kam Dr. Perrin in das Krankenzimmer. Er beobachtete den Schwerverletzten eine Zeit lang durch die Plastikhaut. Dann wandte sich der sympathische Arzt der Brasilianerin zu. Ich glaube, Sie sollten jetzt auch gehen. Ich gebe Ihnen Tabletten mit, die nehmen Sie vor dem Schlafengehen. Es ist kaum anzunehmen, dass sich in dieser Nacht noch etwas an seinem Befinden verändern wird. Na gut. Aber wenn etwas sein sollte, informieren Sie mich bitte sofort, ja? Das müssen Sie mir versprechen. Ich verspreche es Ihnen. Ach, Moment, da fällt mir ein, sein Vater wollte noch kommen. So lange warte ich. Er hat mehrmals im Laufe des Tages angerufen, Mademoiselle. Es gibt einiges zu erledigen, was mit dem Unfall zusammenhängt. Ob er noch diesen Abend kommt, ist sicherlich fraglich. Warten Sie nicht. Wir tun unser Möglichstes, Monsieur Helmers Leben zu erhalten. Er ist hier in besten Händen, aber... Wir können alle keine Wunder vollbringen. Carminia verließ das Krankenzimmer. Vom anderen Ende des Korridors näherte sich ein Mann, Alfred Hellmark. Es tut mir leid, meine Liebe. Ich habe mich verspätet. Es gab so vieles zu erledigen. Du solltest dich hinlegen und schlafen, Carminia. Du siehst müde aus. Alfred Hellmark ließ es sich nicht nehmen, die Brasilianerin ins Hotel zu bringen. Er wechselte während der Fahrt nur wenige Worte mit Carminia. Es war ihr deutlich anzusehen, dass sie kaum noch aufnahmefähig war. Alfred Hellmark fuhr wenig später wieder in das Krankenhaus zurück, um dort noch ein Gespräch mit Dr. Perrin zu führen und nach seinem Sohn zu sehen. Der Mann, der in dieser Minute das Hotel La Méditerranée betrat, war Engländer. Er trug einen hellen Sommeranzug, darunter ein rosenholzfarbenes Sporthemd mit offenem Kragen. Paul Anderson gehörte zur Crew, die Helmers Wagen technisch überwacht und auch an den Untersuchungen nach dem Unfall teilgenommen hatte. Das Ergebnis des Fachgremiums lag klar auf der Hand. Die Radschrauben waren kurz vor dem Start manipuliert worden. Aber einen Verdacht zu äußern war noch zu riskant. Das konnte, blieb er unbewiesen, einen Skandal in der Welt des Rennsports hervorrufen, wie er noch nicht da gewesen war. So nutzte er die Abwesenheit der beiden Japaner, die sich zur Stunde in der Babinoche aufhielten und dort eine Pressekonferenz gaben. Anderson hob lässig die Hand und griff hinüber an das Brett, an dem die Schlüssel hingen. Der Portier telefonierte gerade, wollte dem noch zuvorkommen und streckte schon diensteifrig seine Hand aus. Paul Anderson winkte ab. Er schwenkte den Schlüssel in der Hand und eilte federnd auf die breiten Marmortreppenstufen zu. Anderson hielt einen anderen als seinen Zimmerschlüssel in der Hand. Es war der des Zimmers Nummer 205, in dem die beiden Japaner untergebracht waren. Vor der Zimmertür Nummer 205 angekommen, öffnete er sie blitzschnell, nachdem er sich vergewissert hatte, dass sich niemand im Korridor befand, der ihn beobachten konnte. Erst warf er einen Blick in die Schubladen der Nachttischschränke, fand aber außer persönlichen Utensilien nichts, was seinen Verdacht erhärtet hätte. Dann öffnete er den Schrank, fand nur fein säuberlich aufgehängte Kleidung. In 2 verschiedenen Fächern lag frische Unterwäsche. Während seiner Suchaktion kamen ihm Zweifel,
Jagte er auch keinem Phantom nach? Auf seinem Gesicht zeigten sich hektische rote Flecken, als er sich eines kleinen eckigen Koffers annahm, der wie ein verkleinerter Schrankkoffer wirkte. Plötzlich stutzte er und zuckte zusammen, als sich der Einsatz des Koffers unter seinem Zugriff bewegte. Er war nur lose aufgesetzt. Der Einsatz ließ sich nach oben ziehen und zur Seite schwenken. Ein Behälter mit großen Ampullen, einem Fach mit Injektionsnadeln und einer großen Kolbenspritze wurde sichtbar. Waren das doch Dopingmittel? Womöglich ein neues Präparat, das nicht auf die herkömmliche Weise nachweisbar war? Oder etwas anderes? Ehe er sich intensiver mit der Entdeckung befassen konnte, trat das ein, was er die ganze Zeit befürchtet hatte. Ein Schlüssel wurde in das Türschloss gesteckt. Es ging so plötzlich, dass Paul Anderson förmlich überrumpelt wurde. Er hatte nicht auf die Schritte geachtet und nun ging alles blitzschnell. Es war unmöglich, eine der Ampullen zu entfernen. Er musste sich sputen, um den Koffer wieder so in Ordnung zu bringen, damit niemand bemerkte, dass sich ein Fremder daran zu schaffen gemacht hatte. Er schwenkte den Einsatz zurück und drückte ihn wieder nach innen. Aber in der Eile schaffte er es nicht mehr, die beiden genau passenden Teile in die vorgesehenen Kerben zu drücken. Er drückte den Deckel zu, stellte den Koffer in den Schrank und schloss die Tür. Mit der anderen Hand schaltete er das Licht aus. Es blieb ihm nur eine Möglichkeit. Er musste sich in die dunkle, enge Ecke drücken, die der zweite Schrank und die schmale Wand neben dem Balkonfenster hinter der rechten Vorhanghälfte übrig ließen. Paul Anderson hielt den Atem an. Ein langer Schatten fiel quer in das Zimmer, dann ein zweiter. Eine Nachttischlampe wurde angeknipst. Hamado drehte ihm den Rücken zu, ging seitlich aus seinem Blickfeld. Paul Anderson, dessen Blick auf Yamahoki ruhte, verschluckte sich fast, als er den Taubstummen wieder sah. Yamahoki hatte keinen Kopf. Eine kleine Kapsel, nur wenig größer als eine Männerfaust, saß auf seinen Schultern. In Andersons Ohren begann es zu rauschen, als stürze das Meer tosend über ihm zusammen und das Blut hämmerte in seinen Schläfen. Schon schoss ein Arm vor. Paul Anderson glaubte seinen Augen nicht zu trauen, doch er wurde gepackt und unsanft nach vorn gerissen. Hamado, der Manager des ungeheuerlichen kopflosen Etwas, stand wie aus dem Boden gewachsen vor ihm. Der Japaner bewegte zweimal schnell seine Hand vor und zurück. Ein dumpfes Stöhnen kam über Paul Andersons Lippen und brennender Schmerz bohrte sich in seine Eingeweide. Stöhnend presste er beide Hände gegen seinen Bauch und das Blut aus der Stichwunde quoll im Rhythmus seines Herzschlages zwischen seinen zitternden Fingern heraus. Sie wusste nicht mehr, ob sie wachte oder träumte. Wieder verspürte sie den leisen Luftzug. Stand irgendwo ein Fenster offen? Krampfhaft bemühte sie sich, zur Ruhe zu kommen, aber jedes Geräusch von draußen, das Klappen einer Tür im Hotel oder die Betätigung der Wasserspülung, ließen sie sofort zusammenzucken. Dann fielen ihr die Augen zu. Für wie lange sie eingeschlafen war, vermochte sie nicht zu sagen. Plötzlich wurde sie wieder wach. Etwas hatte sie gestreift. Eine Berührung? Ein Luftzug? Sie wandte noch verschlafen den Kopf, drehte sich dann auf die Seite und bemerkte, dass sie nicht mehr allein im Zimmer war. Etwas Vertrautes, Bekanntes strahlte dieser Körper aus, den sie wie einen Schemen, einen Schatten wahrnahm. Björn? Ja, ich bin's. Der Schatten bewegte sich, kam auf sie zu. In dem halbdunklen Raum, in den das Licht der Hotelbeleuchtung vor dem Portal fiel, erkannte sie ihn. Aber das konnte nicht sein. Er lag im Krankenhaus. Wo kommst du her? Ich weiß es nicht. Ich habe von dir geträumt. Es war schrecklich. Du hattest einen Unfall. Ich bin so froh, dass... Es tut mir leid. Ich muss fort. Sein rechter Zeigefinger legte sich sacht auf ihre Lippen. Dann löste er sich wieder von ihr. Mit einem stillen Lächeln zog er sich in die Dunkelheit des Zimmers zurück. Warte! Einen Moment noch! Carminia durchquerte barfuß den Raum. Sie trug ein hauchdünnes, seegrünes Nachthemd. Wie eine plastische Silhouette zeichnete sich ihr wohlgeformter Körper darunter ab. Sie verharrte, stand vor der Verbindungstür und klopfte leise an. Als niemand Antwort gab, drückte sie die Klinke herab. Auch Björns Zimmer lag im Dämmerlicht. Schemenhaft zeichneten sich die Umrisse der Möbelstücke ab. Zwei Ölgemälde hingen an der Wand, wurden zu großen, dunklen, hervorstechenden Flächen. Carminia blickte sich um. Björn war nicht in der Nähe. Das Zimmer war leer.
Ein Geräusch ließ sie herumwirbeln. Jemand machte sich an ihrer Zimmertür zu schaffen. Ein Schlüssel knackte im Schloss. Aber wer immer auch vor der Tür war, er hatte entweder den falschen Schlüssel oder er hatte etwas getrunken, da er seine Bewegungen nicht unter Kontrolle bekam. Sie eilte an die Tür, drehte schnell den Schlüssel im Schloss und öffnete mit einem Ruck die Tür. Ein ihr unbekannter Mann stand vor ihr. Er roch nach Alkohol und kaltem Rauch. Oh la la, sind Sie allein? Dann habe ich mich doch wahrhaftig nicht an Ihrer Tür geirrt. Er war klein und untersetzt, hatte dicke schwarze Koteletten, die ihm bis zum Kinn runterwuchsen. Und er war Italiener. Sie allein? Ich allein. Wunderbar. Wir machen Amour. Gehen Sie. Aber Mademoiselle, Madame, Belladonna. Sie sind betrunken. Sie wissen nicht, was Sie tun. Gehen Sie. Ich? Betrunken? Aber Mademoiselle, dann gerade bin ich in der Liebe nicht zu schlagen. Seine Finger berührten ihre Hüfte, schoben sich unter das hauchdünne Nachtgewand und suchten ihre Brust. Lassen Sie Enrico nur einmal anfangen, ne? Und Sie werden sehen. Weiter kam er nicht. Carminia stieß ihn mit beiden Händen vor die Brust. Der liebestolle Mann, sowieso nicht mehr ganz standfest, warf die Arme in die Höhe, gab einen quietschenden Laut von sich und torkelte nach hinten. Es gab einen dumpfen, dröhnenden Ton, als Enrico Manocella mit dem Kopf gegen die große Keramikvase schlug. Ohne sich weiter um den Trunkenbold zu kümmern, drückte Carminia die Tür zu und schloss sie wieder ab. Sie ging ins Bad, tupfte sich das heiße Gesicht mit einem Lappen ab, den sie mit kaltem Wasser tränkte. Wie sie wieder ins Bett kam, wusste sie nicht mehr. Alles verschwamm vor ihren Augen. Sie schlief ein, wachte wieder auf und wälzte sich schweißgebadet von einer Seite auf die andere. Schlief wieder ein. Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als sie die Augen wieder öffnete und heller Sonnenschein auf ihrem Bett lag. Carminia warf einen Blick auf die Uhr. Gleich 11. Sie spürte einen leichten Druck auf der Stirn, aber sonst fühlte sie sich wohl. Sie konnte nicht verstehen, weshalb sie so lange geschlafen hatte. Während sie ihr Gesicht reinigte und dezent die Augenlider mit einem türkisfarbenen Lidschatten schminkte, kamen ihr langsam wieder die Ereignisse der vergangenen Nacht in den Sinn. Sie stutzte plötzlich. Nackt, wie sie war, durchquerte sie das Zimmer, näherte sich der Verbindungstür und musste feststellen, dass sie spaltbreit geöffnet war. Demnach war sie also letzte Nacht doch in dem Nebenzimmer gewesen. Kurz entschlossen ging Carminia in den Raum, blickte sich um. Niemand war darin. Ihr Blick fiel auf einen Zettel, der auf dem Nachttisch lag. Carminia schluckte, als sie las, was darauf stand. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich werde es schaffen. Björn. Warum hatte er sich auf diese Weise geäußert? Warum nicht anders? Er hätte sprechen, ihr etwas erklären können. Demnach waren seine Verletzungen nicht so stark gewesen, wie man anfangs glaubte. Sie war verunsichert und verfiel wieder ins Grübeln. Carminia beeilte sich mit dem Anziehen und ohne ein Frühstück zu nehmen, ließ sie sich ein Taxi zum La Mediterranee kommen und fuhr sofort zum Krankenhaus. Sie sprach bei Dr. Perrin vor und erkundigte sich nach dem Befinden des Verletzten, ohne auch nur ein Wort über ihr nächtliches Erlebnis zu verlieren. Der Arzt konnte ihr nichts Neues mitteilen. Sein Zustand ist unverändert. Abgesehen davon, dass sich seine Herz- und Kreislaufsituation etwas gebessert hat, besteht die Bewusstlosigkeit nach wie vor. Carminia Brado schloss die Augen und wankte etwas. Was haben Sie denn? Er hat sein Bett nicht verlassen. Sie wissen es genau? Aber ich bitte Sie, Mademoiselle, in diesem Zustand. Wie kommen Sie auf eine solche Idee? Entschuldigen Sie bitte, ich wollte das nicht sagen. Es war nur so ein Gedanke, weil heute Nacht... Was war heute Nacht, Mademoiselle? Ich habe geträumt, das ist alles. Dr. Perrin verließ mit der schlanken, gut gewachsenen Frau wieder das Krankenzimmer. Carminia rief von einer Telefonzelle des Krankenhauses aus das Hotel an und ließ sich mit Alfred Hellmark verbinden. Er meldete sich schon nach dem ersten Klingelzeichen. Ah, du hast Glück, meine Liebe. Ich war gerade auf dem Weg zur Tür. Können wir uns sehen? Oder musst du dringend weg? Ich wollte ins Krankenhaus. Ist was Besonderes? Vielleicht. Musik.
Sie verblieben so, dass sich Carminia mit einem Taxi ins Hotel bringen lassen sollte. Von dort aus wollten sie gemeinsam in ein gutes französisches Restaurant essen gehen. Eine halbe Stunde später saßen sie gemütlich beisammen. Sieh mich bitte genau an und sag mir, wie ich aussehe. Habe ich mich verändert? Was soll diese Frage, Carminia? Sind an mir irgendwelche Anzeichen zu erkennen, die auf geistige Verwirrung schließen lassen? Ich verstehe nicht, was du mir damit sagen willst. Sie fasste sich ein Herz und erzählte ihm, was sie letzte Nacht erlebt hatte. Seine Augen wurden größer und größer, aber er sagte kein Wort. Dann schob Carminia ihm den Zettel über den Tisch. Du kennst doch auch die Schrift deines Sohnes, nicht wahr? Das ist Björns Schrift, kein Zweifel. Es ist ausgeschlossen, dass sich jemand einen makabren Scherz erlaubt hat? Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendetwas geht hier vor. Du weißt mehr darüber? Ich muss dir etwas gestehen. Der Unfall war kein Unfall. Es war ein Anschlag auf Björns Leben. Die Kriminalpolizei dieses Bezirks hat inzwischen ihre Arbeit aufgenommen. Heute Morgen habe ich erfahren, dass ein Techniker vom March-Team spurlos verschwunden ist. Ein gewisser Paul Anderson. Man nimmt jetzt an, dass er vielleicht etwas wusste. Die Suche nach ihm ist angelaufen. Genau, das weiß man nicht. Er starrte wieder auf den geheimnisvollen Zettel. Björn kann ihn nur nach dem Unfall geschrieben haben. Was er hier schreibt, geht unmittelbar auf eine Verletzung ein. Glaubst du an das Übernatürliche, Carminia? Kannst du dir vorstellen, dass ein Mensch seinen Geist aussenden kann, um eine Tätigkeit zu verrichten, die er eigentlich nur mit Hilfe seines Körpers verrichten kann? Man liest hin und wieder von solchen Dingen. Aber wenn sie einem selbst begegnen, steht man ihnen hilflos und fassungslos gegenüber. Sie ahnten beide nicht, dass dies erst der Anfang war. Es sollte etwas Einschneidendes in ihrem Leben geschehen, wie es in dieser Form kaum einem Menschen zuvor begegnet war. Den Nachmittag verbrachte Carminia Brado an Björn Hellmarks Krankenbett. Stundenlang wachte sie in der Hoffnung, der Verletzte würde sich endlich bewegen, wenigstens die Augen aufschlagen, durch einen Blick oder eine Geste zu verstehen geben, dass er merkte, es war jemand in seiner Nähe. Aber nichts dergleichen geschah. Mit dem Einbruch der Dunkelheit verließ Carminia das Krankenhaus. Alfred Hellmark löste sie im Krankenzimmer ab. Dr. Perrin war gerade aus dem Zimmer gegangen. Er machte keinen sehr glücklichen Eindruck. Die Körpertemperatur des Verunglückten war plötzlich und unerwartet in die Höhe geschnellt, lag im Augenblick bei 39,5 Grad Celsius. Besorgt richtete Alfred Hellmark seinen Blick auf das Gesicht seines Sohnes. Was mochte in diesem Moment hinter der hohen, bleichen, von kaltem Schweiß bedeckten Stirn vorgehen? Konnte Björn denken, fühlen? Konnte er sich vielleicht nur nicht artikulieren? Björn Hellmark schwamm in einem Meer von Gefühlen, die er nie zuvor kennengelernt hatte. Manchmal war ihm, als würde ein titanenhafter Berg von Watte auf ihn gelegt. Die Luft wurde ihm knapp. Er boxte die Watte zur Seite, konnte sich wieder für einige Minuten von dem Druck befreien, ehe der wieder stärker wurde. Dann hauchte eisige Kälte ihn an. Der Watteberg löste sich auf, der Druck auf seinen Körper und sein heißes, pulsierendes Hirn ließ nach und ein furchtbarer Sturm brach los, traf wie eine Riesenpeitsche seine Haut, ließ sie erstarren. Er zitterte wie Espenlaub. Dann ein dumpfes, unheimliches Brodeln, zunächst weit, weit entfernt, schließlich immer näher kommend. Schwärze hüllte ihn ein, die von einem flammenden, violetten Hintergrund hin und wieder aufgerissen wurde. Die Farben liefen ineinander, riesige Blasen entstanden, die auf ihn zukamen, und nach dem bedrohlichen Blubbern und Dröhnen hüllte ihn eine erholsame, unwirkliche Stille ein. Er schwamm in einem Meer aus Farben, Formen und Bewegungen, und er fing an zu denken. Wer war er? Wo befand er sich? Er existierte. Er dachte. Systematisch und logisch baute er seine Gedankenwelt auf. Die plötzliche Ruhe war angenehm. Mein Geist fühlte sich unbeschreiblich frei. Eine unwirkliche, farbige, berauschende Welt umgab mich. Ich schwebte darin wie ein Vogel, körperlos, fast wie ein Geist. Und dann, plötzlich, sah ich etwas. Inmitten eines hellen Lichtkreises erkannte ich einen Mann, der auf einem Stuhl saß. Vor diesem stand ein weißes Bett. Darüber war eine durchsichtige Kunststoffhaut gespannt. Der Mann im Bett, das war ich. Und die Person im Stuhl, mein Vater. Ich stand hinter ihm,
und lag doch gleichzeitig noch immer in meinem Krankenbett. Aber das konnte nicht sein. So etwas war unmöglich. Alfred Helmer merkte nichts von dem gespenstischen Vorgang, der sich hinter seinem Rücken abspielte. Björn Hellmarks Doppelkörper wurde kompakter. Der Körper materialisierte in einer Form, dass man glauben mochte, er stünde jetzt in Fleisch und Blut hinter seinem Vater. Der Industrielle seufzte. Er war müde, nickte kurz ein. Sein Kopf fiel ein wenig nach vorn. Dann fing sich Alfred Hellmark wieder. Aber er war doch so benommen, dass er nicht merkte, wie der reglose Körper unter dem Sauerstoffzelt durchscheinender, schwächer erschien. Der zurückgebliebene physische Körper wirkte sekundenlang wie ein Schemen, der sich aufzulösen gedachte, und alle Kraft schien sich in dem Doppelkörper zu entwickeln. Der stand fast vollendet im Krankenzimmer. Wenn er jetzt die Hand ausstreckte, konnte er die Schultern des ein wenig nach vorn gebeugten, im Halbschlaf befindlichen Vaters berühren. Björn Hellmarks Doppelkörper drehte sich um seine eigene Achse, so als müsse er sich klar über seine Umgebung werden. Ebenso schnell wie der Doppelkörper materialisiert hatte, entmaterialisierte er sich wieder. Alles war wieder normal. Ich lag in meinem Bett. Mein Blick fiel auf meinen Vater, der noch immer halb schlafend im Stuhl saß. Mein alter Ego war verschwunden. Nein, das kann nicht sein. So etwas gibt es doch gar nicht, rief Björn Hellmark in seinen Gedanken. Doch, das gibt es. Die Stimme war plötzlich da, direkt in meinem Kopf. Ich hörte sie nicht im eigentlichen Sinne, nein, sie erfüllte mein Gehirn. Dieses Phänomen ist bei weitem nicht so selten, wie die meisten Menschen glauben. Viele haben es schon erlebt, ohne dass sie sich später daran erinnern konnten. Manch einer, der durch Zufall an einen bestimmten Ort kam, konnte sich daran erinnern, dies oder jenes schon einmal gesehen zu haben, ohne jemals dort gewesen zu sein. Aber sie irren. Sie waren schon einmal dort. Man sagt in Gedanken, aber nicht nur im Geist, sondern auch mit ihrem Körper. Sie erinnern sich bloß nicht. Aber wie kann ein Mensch an zwei Orten gleichzeitig sein? Ich hatte diese Worte nicht ausgesprochen. Ich hatte sie lediglich gedacht. Ich kommunizierte mit der seltsamen Stimme über meine Gedanken. Einer der berühmtesten Fälle in diesem Jahrhundert zeigt zweifellos das Leben von Pater Pio auf. Man sagt ihm nicht nur nach, dass er Menschen in die Seele sehen konnte. Es wurde durch Aussagen glaubwürdiger Zeugen, zum Teil durch Wissenschaftler, nachgewiesen, dass Pio zur gleichen Zeit im Kloster und während des Krieges auf einem Feld in Italien war und dort einem abgeschossenen Piloten zu Hilfe kam. Dies ist nur ein Fall von vielen. Man nennt diese ungewöhnliche Fähigkeit die Gabe der Exteriorisation. Bei Menschen, die einen schweren Schock erlitten, sich nach schlimmen Unfällen wieder erholten oder die scheintot waren und wieder in das Leben zurückkamen, beobachtet man oft diese Art der Fähigkeit. Viele erkennen sie und sie haben Angst davon zu sprechen, anderen Menschen davon Mitteilung zu machen. Manchmal ist es so, dass derart Gezeichnete der menschlichen Gesellschaft entfliehen, unter irgendeinem Vorwand ein Leben in Einsamkeit und Abgeschiedenheit führen oder ständig auf Reisen sind, um keine Zeugen zu haben, wenn die Verdoppelung auftritt. Es gibt diese Fälle mehr, als allgemein bekannt ist. Einige Menschen jedoch, wie bei Pater Pio zum Beispiel, nutzen diese Gabe, um anderen Menschen zu helfen. Wer sind Sie? Wieso kann ich Sie hören? Was ist eigentlich los mit mir? Das alles kann nicht real sein. Es sind Fieberfantasien. Ich halluziniere. Ich bin Al-Nafur. Al-Nafur? Ein seltsamer Name. Und warum kann ich Sie nicht sehen? Bin ich blind? Sie sind nicht blind. Aber Ihre Sinne und Ihr Gehirn sprechen noch nicht wieder auf alle äußeren Reize an. Sie erleben einen Zustand auf der Grenze zwischen Leben und Tod. Ich habe schon davon gelesen, aber ich habe es nicht geglaubt. Man sagt, dass Sterbende in Bruchteilen von Sekunden nochmals ihr ganzes Leben durchmachen. Ja, dass selbst die Geburt, die sie nicht bewusst miterleben konnten, von ihnen nachempfunden wird. Geburt und Tod, der Kreis schließt sich. Eins greift ins andere. Man weiß aus Erzählungen von Menschen, die klinisch tot waren, dass sie in dieser Zeitspanne seltsame Erlebnisse hatten. Sie sahen verstorbene Freunde, Bekannte und Angehörige wieder, die auf sie zu warten schienen. Aber man hat es nie beweisen können. Man hat es als Fieberwahn abgetan.
Es war keine Fantasie und es war kein Wahn. Sie haben es wirklich gesehen. Schön und gut. Aber warum sehe ich dann meine Freunde nicht, meine Vorfahren? Ich muss sterben. Sie werden nicht sterben. Ich weiß das genau. Ach, tun Sie das? Wer sind Sie, Al-Nafur? Niemand wurde Zeuge dieses seltsamen Zwiegesprächs, das einzig in meinem Geist stattfand. Dr. Perrin kam kurz ins Krankenzimmer und warf einen Blick auf meinen Körper, der regungslos im Bett lag. Mein Vater sah ihm dabei zu, ohne ein Wort zu verlieren. Der Blick des Arztes sprach Bände. Er stand schlimm um mich. Und doch behauptete dieser seltsame Al-Nafur, ich würde nicht sterben. Ich komme aus dem Lande Xantilon. Xantilon? Ein Begriff, der Ihnen nicht viel sagt. Zur Zeit, als Atlantis und Hyperborea in höchster Blüte standen, gab es auch Xantilon. Atlantis? Aber das sind doch alles nur Legenden. Das ist unmöglich. Nein, nicht unmöglich. Auf Xantilon und in Xantilon lebte eine Gruppe von Weisen, die das Geheimnis des ewigen Lebens kannten. Und wann soll das gewesen sein? Wann existierte Atlantis? Wann Hyperborea? Es gibt keine Beweise, dass es sie je gegeben hat. Das sind doch alles bloß Märchen und Sagen. War Troja eine Sage? Erst heute fangen die Menschen an, einiges wieder zu entdecken, was in grauer Vorzeit bekannt war. Heute arbeiten die Chinesen mit Akupunktur. Ein Geheimnis, das man im Reich der Mitte schon vor 5000 Jahren kannte. Und von dem man in der heutigen Zeit erst einen Bruchteil wiederentdeckt hat. Die Mayas und Azteken kannten Techniken, wie sie der heutigen Menschheit noch nicht vertraut sind. Ähnliches findet man bei den Ägyptern. Das Geheimnis der Kunst der Einbalsamierung ist heute noch nicht gelöst. Aber ich will hier keinen Vortrag über die Geheimnisse und Kenntnisse der Menschen halten, die Jahrtausende vor der jetzigen Zeitrechnung lebten. Wollen wir von ihnen sprechen? Ich möchte mehr über Xantilon wissen. Eine kleine Insel, ein kleines Land, nur wenige Seemeilen weiter südwestlich von Atlantis gelegen, außerhalb der Meerenge von Gibraltar, in der Gegend von Gades. Das Volk, dem ich angehörte, war klein. Wir hatten das Geheimnis von Leben und Sterben entdeckt. Eine kleine Gruppe Eingeweihter, die man zur damaligen Zeit Zauberpriester oder Hexenmeister nannte, machte sich das Wissen zunutze. Es gibt kein ewiges Leben in dem Sinn, wie es die Menschen gern hätten. Kein körperliches Dasein in der dritten Dimension mit all seinen Vor- und Nachteilen. Es gibt eine Existenz im Zwischenbereich. Nicht körperlich, geistig setzt sich das Leben fort. Der Geist spaltet sich vom Körper ab, in dem er gewohnt hat. Es gibt eine Welt der Geister, wie es eine Welt der Körper gibt. Seit Jahrtausenden existiere ich in diesem Zwischenbereich. Nun ist meine Stunde gekommen, mich mit Ihnen zu verbünden. Wie soll ich das verstehen? Ich habe eine Botschaft für Sie. Ich möchte Ihnen helfen. Warum ausgerechnet mir? Wie kommen Sie dazu? Ich verstehe nicht, was Sie von mir wollen. Warum werden einige Menschen mit größeren Gaben und Talenten ausgestattet als andere? Warum nehmen einige Menschen Einflüsse aus dem Jenseits wahr und andere nicht? Warum gibt es in England eine Frau, mit der sich die verstorbenen Komponisten Schubert und Liszt in Verbindung gesetzt haben und nun über das Grab hinaus ihre Kompositionen weitergeben? Ich hatte davon gelesen. Musikwissenschaftler hatten die angebliche Jenseitsmusik sehr kritisch unter die Lupe genommen und waren zu dem erstaunlichen Ergebnis gekommen, dass in der Tat nur der jeweilige verstorbene Komponist, den Mrs. Brown angab, als Urheber des Werkes in Frage kommen konnte. Mrs. Brown selbst verstand nichts von Musik. Sie war eine einfache, bescheidene Frau, die zum Werkzeug übernatürlicher Kräfte geworden war. Dennoch, ich hatte nie daran geglaubt. War mir sicher, dass es dafür eine ganz einfache Erklärung geben musste. Dass es ein Trick, eine Täuschung gewesen sein musste. Man könnte viele Warum-Fragen stellen, ohne sie umfassend und gründlich beantworten zu können. Führen Sie es meinetwegen auf einen Zufall zurück, dass ich ausgerechnet auf Sie gestoßen bin. Führen Sie es darauf zurück, dass ich zufällig weiß, wie abenteuerlich und ungewöhnlich Ihr Lebensweg sein wird. Und dann sagte er mir Dinge, die er eigentlich nicht wissen konnte. Leierte meine ganze verdammte Biografie runter. Als hätten sämtliche Geheimdienste der Erde in meinem Privatleben geschnüffelt und Al-Nafur eine umfassende Akte zur Verfügung gestellt. Ich kann in Ihnen lesen wie in einem Buch. Ich bin erst heute in Ihr Leben getreten, aber von nun an werden wir öfter miteinander zu tun haben.
Das Leben, das vor Ihnen liegt, wird voller Gefahren, Abenteuer und reich an Aufregungen sein. Ich möchte Sie warnen, niemals nachlässig und oberflächlich zu sein. Aber ich denke, dass diese Verletzungen... Die Verletzungen sind unbedeutender, als Ihre Ärzte erkennen können. Aber darauf werde ich später zurückkommen. Der Mordanschlag wird sich wiederholen, wenn sich herausstellt, dass Sie noch am Leben sind. Nicht nur Sie, sondern alle Menschen, die Sie lieben und die unmittelbar mit Ihnen zu tun haben, geraten in Bedrängnis. Unheil droht. Ihr Leben steht unter keinem günstigen Stern. Lassen Sie niemals bekannt werden, dass Sie mit dem Leben davongekommen sind. Wie ein Echo hallte der letzte Satz in meinem Bewusstsein nach. Ich wollte weitere Fragen stellen. Da merkte ich, dass sich der telepathische Einfluss aus mir zurückzog. Al-Nafur? Dann war nichts mehr. Der Geheimnisvolle aus dem Lande Xantilon, der Magier und Zauberpriester, der das Geheimnis des Diesseits und Jenseits kannte, antwortete nicht. Hatte ich das etwa doch nur geträumt? Aber die Gedanken an die geistige Begegnung blieben. Björn Hellmarks Bewusstsein schwamm in einem Meer von grauen, brodelnden Blasen. Er sah sie, er fühlte sie. Dennoch, was in seiner Umgebung vorging, bekam er nicht mit. Er lag mit geschlossenen Augen und bleichem, maskenhaftem, starren Gesicht da. Sein Fieber war unverändert hoch. In der Nacht des gleichen Tages kam Al-Nafur das zweite Mal zu ihm. Björn Hellmark führte ein interessantes Zwiegespräch, von dem wiederum kein Mensch etwas ahnen konnte. Die Stimme in seinem Bewusstsein blieb diesmal länger. Manchmal schien es, als wolle sich aus einem diffusen, grauen Nebel etwas gestalten, aber es kam nicht zustande. Der Vorschlag, den Al-Nafur zu machen hatte, beschäftigte den Deutschen. Diese geheimnisvolle, geistige Person, die zu einer Zeit lebte, als das sagenhafte Atlantis in höchster Blüte stand, ließ ihn nicht mehr los. Björn Hellmark glaubte, nur wenige Minuten mit Al-Nafur gesprochen zu haben. Aber dieser Eindruck täuschte. Die seltsame Begegnung hatte mehr als 3 Stunden gedauert. Es war 4 Uhr morgens, als der Kontakt zu dem Unsichtbaren abriss. 10 Minuten später merkte Björn Hellmark, dass mit ihm eine Veränderung vorging. Er war nicht mehr aufgeregt wie beim ersten Mal. Er wusste, was jetzt passieren würde, und er hätte gerne erfahren, ob dieser seltsame Zustand in Zukunft regelmäßig auftreten würde oder nur hin und wieder, und er hätte auch gern gewusst, ob er es steuern konnte oder nicht. Sein Doppelkörper entstand. Er nahm an Kraft zu und stand plötzlich mitten in dem Hotelzimmer, wo Alfred Hellmark untergebracht war. Es war das erste Mal, dass Alfred Hellmark eine Erscheinung hatte, und es war das erste Mal, dass diese Erscheinung zu ihm sprach. Was Björn Hellmark zu sagen hatte, war der ungeheuerlichste Vorschlag, den ein Mensch machen konnte. In der Nacht schon zeichnete sich ab, dass sich Björn Hellmarks Zustand verschlimmerte. Trotz fiebersenkender Mittel stieg die Temperatur weiter an. Verständigen Sie den Vater, Schwester, er stirbt. Eine 1/2 Stunde später traf Alfred Hellmark ein. Es geht dem Ende zu. Er wird den Morgen nicht mehr erleben, Monsieur. Das tut mir leid. Sie haben alles Menschenmögliche getan, Doktor. Sein Herz macht nicht mehr mit. Auf dem Oszillographenschirm schlugen die Kurven nur noch schwach aus. Dann kam kein Ausschlag mehr. Alfred Hellmark hielt den Atem an. Er war bleich und wirkte niedergeschlagen. Irrte er auch nicht? Das Versagen des Herzens war ihm durch das Gespräch mit Björn Hellmarks Ätherkörper angekündigt worden. Aber in Wirklichkeit schlug das Herz noch. Die Herztätigkeit aber war so gering, dass nicht einmal mehr die empfindlichen Instrumente sie registrieren konnten. Das gleiche war der Fall bei der Hirntätigkeit, die den Apparaturen zufolge ebenfalls auf 0 gesunken war. Offiziell war Björn Hellmark nach dem Sturz aus dem Rennwagen nicht mehr aus der Bewusstlosigkeit erwacht. Aber Alfred Hellmark war inzwischen zu einem Eingeweihten geworden. Er trug schwer an der Bürde, aber jeder, der ihn jetzt sehen konnte, war überzeugt davon, dass dies mit der Trauer um seinen Sohn im Zusammenhang stand. Im Morgengrauen schon wurde die Leiche in einem Zinksarg in einem privat gecharterten Flugzeug nach Deutschland überführt. In der Maschine befand sich niemand außer der Besatzung, dem Sarg, Alfred Hellmark und Carminia Brado. Es kam kein Gespräch zustande. Was zu sagen gewesen war, war bereits gesagt worden. Sowohl Alfred Hellmark als auch Carminia Brado wussten Bescheid. Björn Hellmark hatte seinem Vater gesagt,
Es kommt bald zu einem körperlichen Zusammenbruch. Die Ärzte werden mich für tot erklären. Aber dies ist nicht das Ende. Es ist die Umkehr. Ich werde daraus emporsteigen, wie der Phönix aus der Asche. Was er nicht erwähnt hatte, waren die mehrmaligen geistigen Kontaktaufnahmen zu dem geheimnisumwitterten Al-Nafur. Wenn dies alles tatsächlich mehr als eine Fieberfantasie war, dann würde sich einiges tun, wovon er allerdings nur eine schwache Ahnung hatte. Zwei Tage nach der Überführung des Sarges nach Deutschland wurden die sterblichen Überreste in einem bronzenen Sarg in der Familiengruft der Hellmarks beigesetzt. Erst später erfuhr auch die Öffentlichkeit davon. Offiziell wurde der Name Bernd Hellmark genannt und keiner wusste, wer sich dahinter verbarg. Alfred Hellmark hatte großes Theater und großen Aufwand vermieden. Damit war er einem Wunsch seines Sohnes entgegengekommen. Carminia Brado war unmittelbar nach der Beisetzung nach Rio de Janeiro zurückgeflogen. Niemand wusste, wie es ihr ging, wo sie untergetaucht und was aus ihr geworden war. 3 Monate vergingen. Kein Außenstehender interessierte sich dafür, dass am 14. September 1972 in der Nähe von Genf im Millionärsviertel direkt am See ein Luxusbungalow seinen Besitzer wechselte. Man erfuhr nicht allzu viel über Björn Hellmark, den neuen Besitzer des Bungalows, der Hanglage hatte und etwas versteckt hinter einer Fichten- und Birkenschonung lag. Er sei Leiter einer kosmetischen Firma in den Staaten gewesen und habe nun seine eigene Firma gegründet. 3 Tage nach dem Einzug des neuen Eigentümers landete auf dem internationalen Flughafen in Genf eine Maschine aus Rio de Janeiro. Eine junge Frau, die alleine reiste, verließ die Maschine. Es war eine gewisse Carminia Brado, die niemand hier kannte. In der vornehmen Nachbarschaft wurde nur so viel bekannt, dass die gut aussehende Südamerikanerin offenbar den Haushalt des Junggesellen unter ihre Fittiche nahm und auch Sekretärinnenfunktionen ausübte. Am 20. desselben Monats sah man Björn Hellmark, wie er einen schneeweißen 300er SL bestieg und mit seiner Sekretärin zum Flugplatz fuhr. Carminia Brado kehrte allein in den Luxusbungalow zurück. Jedermann vermutete, dass Björn Hellmark auf einer Geschäftsreise sei. Auf einer Reise befand er sich, das stimmte. Sie führte ihn nach Tokio. Doch sie hatte nichts mit den Geschäften zu tun, denen er angeblich nachging. Die Wellen des Mittelmeeres spülten an den weichen, weißen Sandstrand, plätscherten gegen die felsige Mole, auf der trotz des schon verhältnismäßig kalten Windes noch eine Anzahl Badegäste standen. Auch die Nachsaison in dieser Gegend war oft noch recht schön. Doch in diesem Jahr schien es das Wetter nicht besonders gut mit denen zu meinen, die so lange gewartet hatten. Der Himmel war bewölkt, der kalte Wind kam vom Land her. Chantal Durimont blieb wie die meisten Franzosen im eigenen Lande, um ihren Urlaub zu verbringen. In den zurückliegenden Jahren hatte sie mit dem Wetter immer Glück gehabt. Es sieht so aus, als würden die Herbststürme in diesem Jahr früher anfangen. Sie schaute auf den wolkenverhangenen Himmel. Ihr Begleiter, der fröstelnd mit ihr ins Wasser ging, folgte ihrem Blick. Girassur, 5 Jahre jünger als sie, warf sich mit einem Sprung in die ankommende Welle, wurde empor und zurückgetragen. Im Wasser kann man es aushalten! Er schwamm mit kräftigen Stößen weit hinaus. Er war ein ausgezeichneter Schwimmer, was nicht verwunderte, wenn man wusste, dass er das Schwimmen als Sport betrieb und schon hervorragende Zeiten geschwommen war. Bei einem Sportpresseball in Paris hatte Chantal Girassur kennengelernt. Nach einer durchtanzten Nacht und einem Sektfrühstück war man übereingekommen, dieses Jahr zusammen Urlaub zu machen. In einem knappen Bikini, der ihre formvollendete Figur betonte, ließ sie sich ebenfalls ins Wasser gleiten. Eine Welle trieb sie etwas ab und sie geriet näher an die Mole, als sie eigentlich wollte. Im Wasser spürte man den Wind nicht mehr so stark und mit einem Mal war es ihr auch nicht mehr kalt. Mit ausholenden Bewegungen kam Girard auf sie zu. Aus den Augenwinkeln heraus nahm Chantal die Bewegung wahr. Girard wollte nach ihr greifen. Blitzschnell schnappte sie Luft und tauchte unter. Da war plötzlich eine Hand an ihren Schenkeln. Aber es war nicht Girards Finger. Die Hand wedelte wie ein toter Fisch zwischen 3 kleinen Steinen hervor, war bleich, kalt und tot. Wie ein elektrischer Schlag ging es durch den Körper der Französin. Sie tauchte auf, so schnell sie konnte,
Erschrecken spiegelte sich in ihren Augen. Sie atmete mehrmals tief durch, blickte sich um. Ganz vorn am Strand lief ein junges Pärchen. Er nur mit einer Badehose bekleidet, noch braun gebrannt von den zahlreichen zurückliegenden Sonnenstunden. Sie schlank, grazil, geschmeidig, sich der Wirkung ihres Körpers bewusst. Auf der Mole standen 2-3 Leute, mindestens 100 Meter entfernt. Prustend tauchte Gerasur neben ihr auf. Raffiniert, Baby. Wenn du so weiter tauchst, Cherie, dann bist du reif für die Marine. Die stellen noch Froschmänner ein. Oh, pardon. Bei dir müsste es natürlich heißen Froschfrau. Hast du nichts gesehen? Nein, was soll ich gesehen haben? Da unten liegt jemand, eine Leiche. Was? Du träumst. Ich habe die Hand gesehen. Sie hat meine Schenkel berührt. Da hat sich eine Freude gegönnt, Cherie. Ich würde dir auch an die Schenkel greifen, wenn ich die Gelegenheit hätte. Mir ist nicht zum Spaßen zumute, Gerard. Da unten liegt einer. Voilà, wenn du meinst, dann sehen wir eben nach. Und wenn dir jetzt außer mir jemand an die Schenkel greift, dann hau ich ihm eine auf die Flossen. Apropos Flossen. Vielleicht war es ein Haifisch. Kinskopf. Sie tauchten beide gemeinsam zur gleichen Zeit unter und es stellte sich heraus, dass Chantal recht gehabt hatte. Zwischen den schwarzen, glitschigen Steinen steckte eine Hand, aufgedunsen, zum Teil schon von Fischen angefressen. Gerasur räumte schnell ein paar der steinernen Brocken zur Seite und ein Teil des Körpers, zu dem die angefressene Hand gehörte, wurde frei. Eine Leiche. Ein Mann, noch völlig bekleidet. Die andere Hand lag eng an seine Seite gepresst. Chantal nahm etwas wahr. Die rechte Hand lag in einer merkwürdigen Stellung an seiner Seite. Daumen, Ringfinger und kleiner Finger waren nach innen geklappt. Zeige- und Mittelfinger waren gespreizt und bildeten ein deutlich sichtbares V, das Zeichen für Sieg. Beide tauchten auf und wie auf ein stilles Kommando hin, schwammen sie zum Strand. Warte auf mich. Ich verständige die Polizei. 20 Minuten später kam sie. Die Leiche wurde geborgen. Der Anblick einer Wasserleiche war nicht jedermanns Sache. Dennoch ließ Chantal es sich nicht nehmen, die Dinge sehr genau zu verfolgen. Sie war die Erste, die einen Hinweis auf die Identität des Toten geben konnte. Es war ein makaberer Zufall, dass sie die Leiche nicht nur entdeckt hatte, sondern darüber hinaus den Toten auch noch kannte. Es handelte sich um Paul Anderson, der vor über einem Vierteljahr verschwunden war und den man mit dem tödlichen Unfall an Bernd Helmer in Verbindung brachte. Der Polizeiapparat begann auf Hochtouren zu laufen. Den halben Nachmittag verbrachte sie im Kommissariat. Kommissar Schuckerk war ein Mann mittleren Alters, ruhig und besonnen. Er trug einen rotblonden Lippenbart, die Barthaare standen wie die Borsten einer Bürste ab. Chantal nutzte den Zufall, der sie mit den Dingen konfrontiert hatte, um im persönlichen Gespräch etwas zu erfahren, was für ihre Story nützlich sein könnte. Seit einem Vierteljahr tappte die Polizei im Dunkeln. Der Leichenfund brachte wieder einiges in Bewegung. Sagen Sie, Kommissar, glauben Sie, dass es ganz dick kommen wird? Anderson wurde doch offensichtlich ermordet. Könnte es nicht so sein, dass ihm etwas bekannt war, was ein anderer fürchtete? Möglich, Mademoiselle. Nun lassen Sie doch mal einen kleinen Versuchsballon los. Ich habe meine kostbare Urlaubszeit geopfert, um Ihnen zur Verfügung zu stehen. Nun tun Sie mal etwas für mich. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als ich weiß, Mademoiselle. Haben Sie einen Verdacht? Wenn ich einen hätte, dürfte ich nicht darüber sprechen. Nicht zu diesem Zeitpunkt jedenfalls. Außerdem ist es keine sportliche, sondern eine kriminelle Angelegenheit. Sie schreiben doch keine Krimis, Mademoiselle. Wenn sich Sport mit Kriminellem mischt, ist das nicht immer das Schlechteste. Wie sieht es aus, Kommissar? Hat Anderson nun etwas von der Sache gewusst oder nicht? Sie haben ihn die ganzen letzten Wochen gesucht. Jetzt haben Sie ihn. Ich erinnere mich sehr gut an das, was sich hier vor 3 Monaten abgespielt hat. Damals hieß es, Anderson sei die Schlüsselfigur. Kann es nicht sein, dass Anderson etwas entdeckt hat, Kommissar? Das haben Sie gesagt, nicht ich. Und was hat die Fingerstellung zu bedeuten? Es ist doch sicherlich außergewöhnlich, dass ein sterbender Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand spreizt, um das Zeichen für Sieg zu machen. Finden Sie nicht auch? Merkwürdig, ja. Wir haben keine Erklärung dafür. Als er starb, war er möglicherweise völlig durcheinander.
Vielleicht stand er unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol. Die Obduktion wird das noch klären. Anderson hatte keinen Grund, das Zeichen für Sieg zu zeigen. Er erlebte die Niederlage durch den unglücklichen Unfall mit. Könnte es nicht andersherum sein? Könnte er mit dem V, das er zeigt, nicht auf die Sieger hinweisen wollen? Sie meinen auf die Japaner? Richtig. Sie werden verstehen, dass wir unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Untersuchungsergebnisses durch die Experten stutzig wurden. Gerade der Umstand des japanischen Sieges, der so erhofft und erwartet worden war, gab uns zu denken. Wir haben die gesamte japanische Mannschaft verhört und ihre Alibis eingehend überprüft. Es gibt keinen einzigen schwachen Punkt. Hat sich auch Yamahuki äußern können? Er war zum fraglichen Zeitpunkt gemeinsam mit seinem Manager Hamado in seinem Hotelzimmer. Dies alles herauszufinden, zu rekonstruieren und vor allem hieb- und stichfest zu beweisen, dazu bedarf es eben einiger Anstrengungen, meine liebe Mademoiselle Durimont. Ich empfehle Ihnen, bei Ihren Leisten zu bleiben. Sie verstehen viel vom Sport, aber sicherlich kaum etwas von einem Mordfall. Das Gespräch war nicht sehr ergiebig. Chantal zog die Konsequenzen daraus und verabschiedete sich. Sie suchte ihr Hotelzimmer auf. Dort lag eine Nachricht von Gérard auf dem Tisch. Er teilte ihr mit, dass er in einem kleinen Bistro an der Ecke auf sie warte. Sollte sie bis 6 Uhr nicht da sein, würde er den Abend im Kino verbringen. Es war jetzt 4:30, noch genügend Zeit, sich fertig zu machen und sich mit Gérard zu treffen. Chantal entkleidete sich und stellte sich unter die Dusche. Als sie sich abfrottierte, betrachtete sie sich dabei nachdenklich. Sie hielt in der Bewegung inne und brachte ihren rechten Arm unter dem flauschigen Badetuch in die Höhe, sodass die Hand im Spiegel zu sehen war. Sie formte die Hand genau so, wie sie das bei dem Toten gesehen hatte, spreizte die beiden Finger, bildete das V, das Zeichen für Sieg. V. V steht für Victory. Aber es muss kein V sein, muss nicht Victory bedeuten. Kann auch ein Y sein. Y, wie Yamahuki. Sie merkte, wie ihr plötzlich siedend heiß wurde. Hatte Paul Anderson im Angesicht und der Gewissheit des Todes noch die Kraft gefunden, auf diese Weise auf seinen Mörder oder zumindest auf den hinzuweisen, der mit seinem Tode im Zusammenhang gebracht werden sollte? Ein Zeichen für die Menschen, die ihn einmal finden sollten? Der Gedanke wurde zur fixen Idee und sie kam nicht mehr davon los. Sie beeilte sich, mit ihrer Toilette fertig zu werden und packte gleich darauf die Koffer. Dann erst schien ihr aufzufallen, dass sie unter Umständen unüberlegt handelte. Sie wusste nicht einmal, wann das nächste Flugzeug nach Paris startete. Sofort rief sie den Portier an und ließ sich die Flugzeiten durchgeben. Um 20.20 Uhr stand eine Maschine im Plan. Bitte buchen Sie ein Ticket für mich, wenn das noch möglich ist. Dann setzte sie sich hin und schrieb ein paar Zeilen an Gérassou. Sie entschuldigte sich für ihre schnelle und für sie selbst unerwartete Abreise. Ich melde mich bei dir zurück, in Paris. Mehr kann ich dir im Augenblick nicht sagen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß im Kino. Mach dir noch ein paar schöne Tage hier am Strand. Wenn das Wetter nicht mitmacht, such dir eine Freundin. Wie ich dich kenne, wirst du die Stunden hier schon genießen. Alles Liebe, Kuss, Chantal. Sie überflog nochmal das Geschriebene und fügte dann unter ihren Namen noch etwas hinzu. Sollte ich mit meiner Idee auf dem Holzweg sein, dann geh für die nächsten 3 Tage keine zu intensiven Verpflichtungen ein. Es ist dann nicht ausgeschlossen, dass ich noch einmal auf dich zurückgreife. Au revoir. Sie faltete den Bogen zusammen und steckte ihn in einen Umschlag, übergab diesen dem Portier, als das Taxi bereitstand, das sie zum Flughafen bringen sollte. Geben Sie das bitte Monsieur Sour. Oder lassen Sie es am besten gleich auf sein Zimmer bringen, damit es nicht vergessen wird. Ich werde mich persönlich darum kümmern, Mademoiselle. Mit einem kaum merklichen Nicken drückte Chantal ihm einen 10-Franc-Schein in die Hand, den er elegant in seiner Tasche verschwinden ließ. Ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Sie eilte zum Portal, wo ihr ein Hotelboy die Tür aufriss. Die Maschine startete auf die Minute und sie landete ebenso pünktlich in Paris. Gegen 9:30 schloss Chantal ihre Wohnungstür am Montmartre auf.
Mit keinem Gedanken mehr dachte sie an ihren Urlaubsaufenthalt am Meer. Keinen Gedanken mehr verschwendete sie an die Stunden mit Gerasur. Nur der Name Yamahoki ging ihr im Kopf herum. Sie war erregt und aufgewühlt, rauchte eine Zigarette nach der anderen und goss sich mehr als einen Cognac ein. Die Wirkung blieb nicht aus. Nach einer Stunde sah man ihr an, dass sie nicht mehr ganz nüchtern war. Ihr Gesicht war gerötet, ihre Augen glänzten. Ein geheimnisvolles Lächeln lag um ihre Lippen. Sie griff zum Telefon, wählte eine Nummer, führte das Gespräch aber dann doch nicht. Noch ehe am anderen Ende der Leitung das Telefon anschlagen konnte, legte sie schon wieder auf. Morgen, unsinn, Chantal. Telefonieren hättest du auch vom Hotel aus können. Dazu wäre es nicht nötig gewesen, nach Paris zu fliegen. Lass endlich die Finger von der Flasche. Du musst persönlich mit Domer sprechen. Du musst ihn überzeugen. Dazu ist es notwendig, dass du morgen früh einen klaren Kopf hast. Deshalb, Chantal, gehst du jetzt ins Bett. Alles andere obliegt dann nur noch deinem Charme und deinem Geschick. Es wäre doch gelacht, wenn du mehr nicht einsähe, dass sich ein Flug nach Tokio auf die Auflagenzahl des Sportjournals auswirken wird. Gleich am frühen Morgen tauchte sie frisch und ausgeruht in der Redaktion auf. Den Köder hatte sie bereits ausgeworfen. Ein kurzer Telefonanruf zuvor hatte den Besuch eingeleitet. Chantal war es gelungen, den großen Zeitschriftenboss neugierig zu machen. So kam es, dass sie an diesem Morgen 7:07 im Chefzimmer saß und Henri Domer ihre Überlegungen mitteilte. Sie hielt auch mit ihrem Verdacht nicht hinter dem Berg. Das Ganze ist äußerst interessant. Was für ein Gefühl haben Sie, Chantal? Ich glaube, dass ich auf dem richtigen Weg bin, Monsieur Domer. Wenn erst die Konkurrenz ähnliche Überlegungen anstellt, ist es zu spät. Wir sollten die Ersten sein. Wenn es mir gelingt, die Hintergründe aufzudecken, die nicht einmal die Polizei sieht, dann wird Journal des Sports allen anderen Sportzeitschriften um Nasenlängen voraus sein. Und nur weil Sie meinen, Anderson wäre niemals auf die Idee gekommen, ein V mit seinen Fingern zu zeigen, sondern eher ein Y. Wollen Sie, dass ich das Flugticket für Sie übernehme? Vielleicht wird es ein bisschen teurer, Monsieur Domer. Da wären auch noch die Kosten für die Hotelunterkunft. Aber weitere Spesen dürften nicht anfallen. Sie haben in mir den Vorteil, dass ich kein Mann bin. Ich werde keine Unterhaltskosten für eine Geisha aufbringen müssen und der Besuch eines japanischen Badehauses entfällt für mich auch. Es war 21:55, als das Taxi vor dem Striptease-Lokal ankam. Im Vorn des Wagens saß Dr. Lonai Shovaka. Shovaka war Physiker, hielt an der Universität zu Tokio Vorlesungen über Computertechnik. Vor 4 Wochen war Konaki auf die Idee gekommen, Shovaka als Opfer zu wählen. Konaki hatte einen Weg gefunden, den Physiker, der sich besonders mit Problemen der Plasmaphysik befasste, während der Pause in einem Tokioer Theater anzusprechen. Konaki beherrschte die Gabe der Hypnose perfekt. Shovaka hatte nicht mitbekommen, dass Konaki ihm in diesem Gespräch einen posthypnotischen Auftrag gegeben hatte. Shovaka betrat das Striptease-Lokal. Im gleichen Augenblick tauchte Konaki an der Tür zu dem dämmerigen Lokal auf. Wie 2 alte Freunde, die sich lange nicht gesehen hatten, gingen sie zu dem Ecktisch, den Konaki für die Begegnung vorgesehen hatte. Shovaka bestellte seinen Drink, unterhielt sich rege mit Konaki und beobachtete dabei interessiert die Show, die vor dem inzwischen größer gewordenen Publikumskreis ablief. Wir haben mit extrem heißen Deuteriumgasen gearbeitet.
Bei den Versuchen, die wir über 3 Monate laufen hatten, konnte ich nachweisen, dass das Plasma eine eigentümliche Art von Erinnerung besitzt. In einem Großversuch haben wir daraufhin ein Plasmagedächtnis in einen Computer eingebaut. Damit wird der Computer nicht nur zum Speicher von Daten, sondern zum Träger eines dem menschlichen Gedächtnis viel näher stehenden Informanten. Ja, die Arbeit der Plasmamasse besteht darin, dass sie mehr kann, als eine Folge elektronischer Impulse auszuführen. Man könnte demnach nicht nur einzelne Impulse abrufen, sondern mit einem einzigen eine ganze Impulskette, nicht wahr? Sehr richtig. Aber die Sache mit dem Plasma ist ein zweischneidiges Schwert. Das Erinnerungs- und Speichervermögen dauert doch nur Bruchteile von Sekunden. Das reicht aus, selbst bei den herkömmlichen Computern. In dieser Zeit können Daten abgerufen oder abgelesen werden. Konaki griff nach seinem Glas. Das Gespräch wurde unterbrochen, weil die Mädchen auf der Bühne eine Show boten, die sich keiner von ihnen entgehen lassen wollte. Wir Männer sind aus einem merkwürdigen Holz geschnitzt, was? Wir wissen genau, was drunter ist, und doch sehen wir immer wieder hin. Konaki lachte leise. Er ließ Chewbacca die Darbietung voll auskosten. Es würde die letzte seines Lebens sein. Auf der Bühne kündigte sich eine kleine Orgie an. Die Mädchen hatten ihre gegenseitige Zuneigung entdeckt. Langsam wurde das rote Licht schwächer. Nur noch silhouettenhaft waren die gut proportionierten weiblichen Körper auf der Bühne zu sehen. Leises Flüstern und seufzende Laute erfüllten die Luft. Sekundenlang, dann tiefe Dunkelheit. Dann strahlten in gleißender Helle mehrere Scheinwerfer auf. Geblendet schlossen die Anwesenden die Augen. Wer es schaffte, seine Augen schnell an die veränderte Lichtsituation zu gewöhnen, wurde dennoch nicht mit dem belohnt, was manch einer zu sehen erhofft hatte. Die Nackten nun bei vollem Licht bewundern zu können. Die Bühne war leer, der Spuk vorbei. Mit dem Plasmagedächtnis entfällt jener bestimmte Punkt im Speicherwerk des Computers, der von Fachleuten die Adresse genannt wird. Wir sprachen vorhin von Holophonie. Die Maschine hat ein holophonisches Gedächtnis in Verbindung mit dem Plasma und so genügt es, nur einen Impuls zu geben. Aber dies alles bleibt Stümperwerk. Perfekt allein ist das menschliche Gehirn. Das Hirn müsste mit dem Computer eine Ehe eingehen. Mit diesem Wissen und mit dieser Macht könnte man die Welt beherrschen. Man bekäme 100%ige Rezepte für das Leben und die Waffen zum Sieg über den Tod. Das Hirn und der Computer, dazu wird es nie kommen. Ha, mit den heutigen Mitteln, Dr. Chewbacca, bedenken Sie das doch. Eine Gehirntransplantation in den Computer. Eine erregende Vorstellung. Sicherlich chirurgisch zu lösen, aber wie furchtbar für den Betroffenen. Er lebt, sein Gehirn lebt, aber sein Körper ist tot. Was muss ein solcher Mensch durchmachen? Sein Ego... Es gibt kein Ego mehr. Nur das Gehirn selbst als Träger eines Gedächtnisses, kombiniert mit der Schnelligkeit der Elektronik. Die perfekte Kombination. Das lässt sich niemals ausführen. Man kann die Erinnerung an das Ich nicht löschen, wenn das Hirn voll funktionsfähig bleiben soll. Und wo wollen Sie ein solches Hirn hernehmen? Von einem Sterbenden? Das ist nicht möglich. Solange das Hirn messbare Werte liefert, ist auch ein Sterbender nicht tot. Das Hirn ist ein ganz besonderes Organ. Anders als Herz und Leber, Niere oder Lunge. Erst wenn das Hirn stirbt, dürfen Organe entnommen werden. Was aber nützt ein totes Organ? Muss man sich denn an die bestehenden Gesetze halten? Kann man nicht seine eigenen machen? Chewbacca sah ihn entgeistert an. Er wollte etwas erwidern, doch in dem Augenblick machte Konaki eine Bemerkung. Er hielt es an der Zeit, Chewbacca den neuen und letzten posthypnotischen Befehl zu geben. Ich werde mich jetzt von Ihnen verabschieden. Sie werden sich nicht an das erinnern, worüber wir miteinander sprachen. Sie werden sich auch nicht an mich erinnern. Ich bin ein Fremder für Sie gewesen, der zufällig mit Ihnen am gleichen Tisch gesessen hat. Morgen Abend, mit Einbruch der Dunkelheit, werden Sie ein Taxi zu Ihrer Wohnung rufen und sich zur Michios Hafenkneipe fahren lassen. Sie gehen auf die Eingangstür zu, besinnen sich dann aber anders und machen einen Spaziergang zu den Kai-Anlagen hinunter.
Dort wird sie ein Mann ansprechen. Mit diesem werden sie mitgehen. Wiederholen Sie bitte. Sie werden sich jetzt von mir verabschieden. Ich werde mich an nichts erinnern, worüber wir miteinander gesprochen haben. Chowaka redete leise und monoton und wiederholte wortwörtlich das, was Konaki zu ihm gesagt hatte. Es war wenige Minuten nach 11, als Konaki das Striptease-Lokal verließ und zu dem kleinen Parkplatz ging, wo der Toyota stand. Der fette Japaner mit den kleinen, gefährlichen Augen war nicht verwundert, als wie durch Geisterhand geöffnet die linke Hintertür aufging. Tonka Hamado saß bereits hinter dem Steuer, war auf die Ankunft seines Herrn vorbereitet. Hamado steuerte den Wagen seines Herrn in die Peripherie der Stadt. Dort lebte Konaki in einem kleinen, von außen bescheiden aussehenden Haus. Vor Jahren noch hatte man Konaki eine steile Karriere als Chirurg prophezeit. In den Krankenhäusern, in denen er gearbeitet hatte, waren sein Geschick, sein Einfühlungsvermögen und sein Wissen stets beachtet, bewundert und gelobt worden. Doch mit jedem Vorgesetzten hatte es Schwierigkeiten gegeben und die Tatsache, dass Konaki durch Fahrlässigkeit und Nachlässigkeit, manche behaupteten, er wäre betrunken gewesen, ein Menschenleben aufs Spiel gesetzt hatte, hatte für seine Ächtung gesorgt. Konaki hatte sich zurückgezogen. In dem kleinen Haus seiner Eltern, das er nach deren Tod ganz übernommen hatte, war genügend Platz für ihn. Man munkelte, dass er von privaten Patienten lebe, die sich trotz der bekannt gewordenen Vorwürfe seinem Skalpell anvertrauten. Seine Anhänger wiederum munkelten, dass es noch keinen Chirurg in Japan gegeben hatte, der so begnadete Hände und ein solch enormes Wissen gehabt hatte. Hamado stellte den Toyota unter und lief die Straße entlang, nachdem er sich von Konaki mit einer Verbeugung verabschiedet hatte. Nur rund 100 Meter von der Straßenecke entfernt befand sich die Bushaltestelle. Dort fuhr eine Viertelstunde später ein Bus. Als einziger Gast fuhr Hamado mit. Konaki bewegte sich trotz seiner Körperfülle erstaunlich wendig. In seinem Haus angekommen, öffnete er sofort die Geheimtür, die in einen dunklen, kühlen Kellerraum führte. Es war das Labor des Chirurgen, der sich mit verbotenen Experimenten und okkulten Riten befasste. Die eine Wandseite wurde von einem bis zur Erde reichenden Vorhang eingenommen. Leises, monotones Summen erfüllte die Luft. Das Geräusch schien aus den Wänden und aus dem Boden zu kommen. Mitten in dem Kellergewölbe stand ein runder Plastiktisch mit mehreren Fächern versehen. An der linken Wandseite, unmittelbar neben dem grünen Vorhang, befand sich eine Regalwand, in der zahlreiche elektrische Geräte standen. An einer Kontrolltafel inspizierte Konaki die verschiedenfarbigen Lämpchen und die Messwerte. Ein leises Knurren aus seiner Kehle schien so etwas wie Zustimmung und Zufriedenheit mit dem Stand der Dinge auszudrücken. Lautlos glitt der Vorhang zurück. Dahinter verborgen befand sich ein die ganze Wandseite einnehmendes Elektronengehirn. Es sah wie eine riesige Tafel mit Lichtbändern aus. Hinter einer Glasscheibe waren die Magnetbandspulen zu erkennen, die sich ruckartig weiterbewegten. In einem Abstand von jeweils 30 Zentimetern waren kleine quadratische Nischen in die Wand eingebaut. Die Nischen waren mit einer bernsteingelben Glasscheibe abgeschirmt. Dahinter erkannte man die birnenförmigen Behälter, in denen Teile eines Gehirns schwammen. Es waren insgesamt 27. Die grauen Hirnteile schwammen in einer trüben Nährflüssigkeit und sahen wie schmutzige Schwämme aus. In die Hirnrinden führten Elektroden in verschiedenen Farben. Die Kabel hierzu waren irgendwo mit der Elektronik dieses ungeheuerlichen Apparates, der eine Mischung zwischen Organ und Maschine darstellte, verbunden. Aber nicht nur die einzelnen Hirne waren mit der riesigen Elektronik verbunden, sondern die Gehirne untereinander standen über elektrische Kontakte ebenfalls miteinander in Verbindung. Diese Hirne erinnerten nicht mehr an die Persönlichkeit, die sie einmal als Mensch dargestellt hatten. Konaki hatte ihnen die Zellen entnommen, die maßgebend für die Entwicklung des Geistes gewesen waren, die Informationen über eine Sache, ein Produkt oder ein Wissensgebiet enthielten. Gelehrte, Physiker, Chemiker, Religionsführer und außergewöhnliche Menschen, nein, Hirne, waren hier vereinigt, um in gemeinsamer Arbeit, in gemeinsamer gedanklicher Verbindung die Probleme zu lösen, an denen sie, jeder auf sich gestellt, im Leben gescheitert waren. Er wandte den Kopf, drehte der unheimlichen, bis zur Decke reichenden Apparatur den Rücken zu.
Yasuhiro Konaki ging mit schweren schleppenden Schritten auf die lange Wand rechts neben dem Vorhang zu. Dort befand sich der Bereich der Götzen- und Dämonengestalten, die er mit eigener Hand nach alten Vorlagen und nach Zeugenaussagen längst verfaulter Menschen angefertigt und mit den magischen Formen und den okkulten Riten zu seinen Mitwissern und Verbündeten gemacht hatte. 7 bizarre, aus Erde, dem Rest der Hirnmasse der Getöteten und deren Blut geformten Statuen, die unheimlich auf den Betrachter wirkten. Jeweils links neben ihnen stand eine Kerze. Jede war ein Einzelstück, selbst gegossen, aus schwarzem Wachs. Das untere Fünftel jeder Kerze war hohl. Darin befand sich etwa 10 Kubikzentimeter Blut, das von der umschließenden Wachsschicht luftdicht abgeschlossen wurde. Mit diesem Blut waren fremdartige Kräuter und selbstgefertigte Chemikalien vermischt, wie sie teilweise in den alchemistischen Küchen des Mittelalters Verwendung gefunden hatten. Die unheimlichen Götzenbilder mit den breiten, aufgeworfenen Lippen, den bizarren Körpern, den schlangengleichen Armen und den drachenähnlichen Köpfen bargen eine Art von Leben, die sich ein Mensch, der nie von diesen Dingen gehört hatte, nicht vorstellen konnte. Konaki ging an der Reihe der Götzen vorbei, starrte jeden eine Sekunde lang an, als müsse er ihn überprüfen. Auf diese Weise näherte er sich dem Durchlass, der in einen anderen Teil des Kellers führte. Konakis Hand tastete nach dem Schalter. Aber er kam nicht mehr dazu, die Bewegung auszuführen. Aus der Nische hinter dem Durchlass löste sich ein Schatten. Guten Abend, Dr. Konaki. Was tun Sie hier in meinem Haus? Wie kommen Sie hierher? Wer hat Sie hereingelassen? Das sind 3 Fragen auf einmal. Und die kann kein Mensch in einem Atemzug beantworten. Der junge Mann war Anfang 20. Er machte einen nervösen Eindruck, obwohl er sich alle Mühe gab, dies zu verbergen. Konaki wich in den gut beleuchteten Laborraum zurück. Hier hatte er Gelegenheit, sein Gegenüber zu mustern. Er hatte Ähnlichkeit mit Yomo Tanukuvi, dem Religionsführer, den Konaki vor 5 Monaten hier im Labor operiert hatte, dessen Hirn er entnommen und in den Computer eingepflanzt hatte. Konaki hatte kein Interesse daran, die Situation lange so aufrecht zu erhalten, dass unter Umständen doch noch eine Gefahr daraus für ihn entstehen konnte. Der ungebetene Besucher ahnte nicht, dass er sich in dem Augenblick in Gefahr begeben hatte, als er sich entschloss, Konaki unter die Augen zu treten. Er merkte nicht einmal mehr, wie sich das Blatt wendet. Das Messer in Ihrer Hand wird schwerer und schwerer. Sie können es kaum noch halten. Seine Augen banden den Blick des jungen Mannes. Der Unbekannte ließ das Messer in seiner Rechten langsam sinken. Sie sind gekommen, um mit mir zu sprechen. Sie werden mir jetzt alles erzählen. Wie Sie hierher gekommen sind und weshalb. Vor allem, ob Sie jemand geschickt hat. Ach so, das Messer. Ich weiß, es wird Ihnen zu schwer. Konaki war mit wenigen Schritten an den Unbekannten heran, nahm ihm das Messer aus den Fingern. Nehmen Sie auf der Liege Platz. Mit roboterhaften Bewegungen steuerte der junge Mann auf den Operationstisch zu. Wer sind Sie? Ich heiße Hishan Tanukovi. Steif wie ein Roboter hockte er da, wartete auf weitere Anweisungen. Wie kommen Sie in mein Haus? Und warum? Ich spiele seit Wochen mit dem Gedanken, Sie zu sprechen. Die Tatsache, dass Yomo, mein Bruder, noch kurz mit Ihnen gesprochen hat, bevor er spurlos verschwand, hat mich neugierig werden lassen. Er litt seit Monaten unter Kopfschmerzen. Untersuchungen hatten jedoch ergeben, dass die Befürchtung, er hätte vielleicht einen Tumor, nicht begründet war. Eines Tages erzählte er mir, dass er sich mit Ihnen in Verbindung setzen wollte. Ich bin nur ein einfacher Mann. Seit ich ein kleiner Junge war, bewunderte ich meinen klugen und gebildeten Bruder. Er wusste so vieles mehr als ich. Ich konnte mit jeder Frage zu ihm kommen und er konnte sie mir beantworten. Aber diesmal, so fühlte ich, machte er einen Fehler. Ich kannte die Geschichten, die durch alle Zeitungen gegangen waren. Ich wusste, weshalb man ihnen in keinem Krankenhaus mehr einen Aufgabenbereich übertrug. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Eines Tages sagte Yomo mir, dass er für einige Zeit verreisen müsse. Das kam mir merkwürdig vor. Er verschwieg mir, wohin. Als er nach 8 Wochen nicht zurück war, suchte man ihn. Man hat ihn nie gefunden. Von Anfang an hatte ich den Verdacht, dass Yomo den größten Fehler seines Lebens gemacht hat, als er sich entschloss, mit ihnen in Verbindung zu treten.
Das stimmte. Konaki lächelte eisig. Er war es gewesen, der lange Wochen vorher Yomo Tanakuvi als Opfer auserwählt und schon vorbereitet hatte. Die Kopfschmerzen waren auf posthypnotischen Befehl immer zum gleichen Zeitpunkt aufgetreten und jedes Mal schlimmer geworden. Die Reise, die mir Yomo ankündigte, kam mir seltsam vor. Ich hatte ihn in Verdacht, dass er heimlich zu ihnen gegangen war, aber darüber konnte ich mit niemandem sprechen. Ich ließ mich von meinem Gefühl leiten, aber ich brauchte einen Beweis. So entschloss ich mich, in ihr Haus einzudringen und nachzuforschen, ob sich Yomo vielleicht einer Operation unterzogen hatte und dass er dabei, ob gewollt oder ungewollt, ihrem Skalpell zum Opfer fiel. Als sie nicht zu Hause waren, nahm ich Wachsabdrücke der Schlösser und ließ mir in der Stadt einen Nachschlüssel anfertigen. Heute Abend nun, als ich sie wegfahren sah, entschloss ich mich, in das Haus einzudringen. Aber vom Gedanken bis zur Ausführung ist doch immer noch ein langer Weg. Ich lief noch über eine halbe Stunde lang ziellos und unruhig herum. Dann betrat ich das Haus und fand das Labor. Ich habe die Gehirne in den Behältern gesehen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sie machen Experimente mit Menschen. Ich fand leider nicht die Zeit, nach ihren Aufzeichnungen zu suchen. Dann hörte ich sie kommen. Schnell versteckte ich mich in einer Nische hinter dem Durchlass. Eigentlich hatte ich vor, dort abzuwarten, bis die Luft rein wäre und ich fliehen konnte. Doch dann standen sie direkt vor mir. Es blieb mir nichts anderes übrig, als ihnen entgegenzutreten, um einer Entdeckung vorzubeugen. Weiß jemand, dass Sie hier sind? Nein. Ich könnte Sie jetzt wegschicken. Und Sie würden sich niemals in Ihrem Leben daran erinnern, ob Sie jemals hier gewesen sind oder nicht. Ja, Sie haben die Frechheit besessen, in mein Haus einzudringen. Das wird Ihnen für alle Zeiten eine Lehre sein. Wenn ich Ihnen jetzt über Ihre Augen streiche, werden Sie sich an alles erinnern können, worüber wir gesprochen haben. Im selben Augenblick jedoch wird Ihr Körper völlig bewegungsunfähig sein. Sie werden auf dem Operationstisch sitzen und nicht in der Lage sein, aufzustehen. Ja, Sie sind freiwillig gekommen, um hier herumzuschnüffeln. Und Sie werden hier bleiben. Für die restliche Zeit Ihres Lebens. Als ein anderer. Er trat einen Schritt vor und strich mit der Innenfläche der rechten Hand über Hishan Tanukuvis Augen. Der Blick des jungen Mannes veränderte sich, Angst zeigte sich darin und das Erkennen und Wissen, dass es keinen Ausweg mehr für ihn gab. Er versuchte, von dem Tisch herunterzuspringen, doch er konnte kein Glied rühren. Was haben Sie mit mir gemacht? Sind Sie wahnsinnig? Kalter Schweiß perlte auf der Stirn des jungen Japaners. Er atmete heftig. Konaki antwortete nicht. Er ging auf das Regal neben dem kombinierten Hirn-Elektronik-Computer zu und ließ den Vorhang lautlos vorgleiten. Sie werden jetzt Ihre Kollegen kennenlernen, Herr Tanukuvi. Wenn Sie vielleicht eine Stunde früher in dieses Haus gekommen wären, hätte sich nicht ausschließen lassen, dass Sie auch die Unterkunft meiner Freunde ausfindig gemacht hätten. Ich werde Sie rufen. Mit diesen Worten drückte Konaki auf eine Taste. Ein Kontrolllämpchen flammte auf. Das war das Einzige, was zunächst geschah. Dann war ein Geräusch zu hören. Eine Tür klappte. Tanukuvis Augen bewegten sich in die Richtung, aus der er das Geräusch vernahm. Es kam aus der Richtung, wo der Kellerboden schräg in die Tiefe führte. In der Dunkelheit tauchten Gestalten auf. 3, 4, 5. Hishan Tanukuvis Atem stockte, als sie aus der Dämmerung in das Licht kamen. Keiner der Ankömmlinge hatte einen Kopf. Zwischen ihren Schultern befand sich die etwas mehr als faustgroße helle Kapsel mit den flimmernden, durchwirkten Fäden. Hier brauchen Sie keine Köpfe. Das ist Ihre wirkliche Gestalt. Der teuflische Chirurg weidete sich an der Angst seines gebannten Opfers. Konakis Augen flackerten in einem wilden Feuer. Nackter Wahnsinn und dämonische Besessenheit spiegelten sich in ihnen. In der Kapsel ist das Wichtigste aus Groß- und Kleinhirn komprimiert. Die Motorik ist erhalten geblieben, der Tastsinn ein Teil des Gedächtnisses. Aber damit hat es sich auch schon. Sie brauchen keine Sprache,
Und es ist auch nicht nötig, dass Sie sehen oder hören. Das heißt, hören können Sie. Sie registrieren jedes Geräusch und jedes Hindernis, dem Sie begegnen. Es ist mir gelungen, das wichtigste Organ, über das eine Fledermaus verfügt, mit der grauen menschlichen Hirnmasse zu kombinieren. Und dies vor allen Dingen auch voll wirksam zu erhalten. Ja, das Gewebe wurde nur anfangs bei den ersten Exemplaren abgestoßen. So, wie sie jetzt sind, stellen sie alle perfekte Sklaven dar. Sie können sich in dieser Gestalt mit dem Rest des Hirns, das ich ihnen gelassen habe, sogar unter Menschen bewegen. Jawohl, mit einem Kopf, der aus biosynthetischem Material besteht und dessen Muskeln durch die Hirnströme betätigt werden, ist das kein Problem. Hinzu kommt, dass die oberste Hautschicht echte Menschenhaut ist und die Täuschung dadurch wirklich vollkommen gelingt. Ein Meisterwerk, nicht wahr? Die fünf Monster mit den Hirnkapseln stellten sich wie die Glieder einer Kette nebeneinander auf. Sie brauchen nicht einmal mehr etwas zu essen. Was für eine Erleichterung, finden Sie nicht auch? Eine Spritze am Tag genügt, um sie mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen, die für die Erhaltung ihres Körpers und vor allen Dingen ihres Hirns notwendig sind. Dass sich in dem Präparat ein Medikament befindet, das die Reaktionsempfindlichkeit auf Ultraschall erhält und speziell auf jenes tierische Organ wirkt, versteht sich von selbst. Das haben Sie sich sicherlich schon gedacht, nicht wahr? Warum? Warum haben Sie das alles getan? Und die Hirne dieser Menschen sind dort in der Maschine? Sie sind nicht in der Maschine. Sie sind ein Teil jener Statuen, die in den gegenüberliegenden Nischen stehen. Dadurch lebt auch die Materie. Denn Grundstein allen Lebens ist das Plasma. Und gerade das Hirn, das geheimnisvollste und komplizierteste aller Organe, vermag manches, wovon sich unsere Schulweisheit nichts träumen ließ. Weil wir gar nicht den Versuch machen, es bis in den letzten Winkel zu analysieren, zu zerlegen, zu erforschen. Den meisten fehlt der Mut und vor allem der Geist, Großes zu vollbringen. Und das Warum ist am einfachsten zu beantworten, lieber Herr Tanokuvi. Nur wenn Sie keinen eigenen Willen haben, funktionieren Sie hundertprozentig wie Maschinen. Nur sind Sie beweglicher. Yamahoki war Rennfahrer. Aber er wäre niemals zu einer Bestleistung fähig gewesen, wenn er Angst und Berechnung gekannt hätte. Vor einem halben Jahr lag er hier auf meinem Operationstisch. Jawohl! Vor einem guten Vierteljahr hat er den Grand Prix nach Japan geholt. Ich will Ihnen etwas sagen. Nicht der Besitz unserer Freiheit und die Weite unserer geistigen Möglichkeiten macht uns wirklich glücklich, sondern die Bedürfnislosigkeit. Wir verlieren zu viel Kraft durch Streit und unnötige Komplikationen. Diese, meine Freunde, kennen diese Gefühle nicht mehr. Sie wissen, dass sie leben, dass sie sich für mich einsetzen können. Ja, das genügt ihnen. Sie sind glücklich. Und dieses Glück möchte ich ihnen ebenfalls gönnen. Sie waren so freundlich, mich zu besuchen. Ich werde mich Ihres Besuches gern annehmen. So, also haben Sie auch Yomo getötet. Yomo Tanokuvi wurde eine größere Aufgabe zuteil. Er ist ein Teil jener Maschine. Er hat gar keine Erinnerung mehr an sich selbst und besitzt auch keinen Körper mehr. Sein Gedächtnis, seine Kenntnisse und das Bewusstseinszentrum, das es ihm ermöglicht, Gedanken zu koordinieren, neue zu formen und zu verfolgen. Dies alles ist noch von ihm erhalten. Monstermacher! Sie sind ein Monstermacher, ein Ungeheuer, eine Bestie! Lassen Sie mich los! Die Stimme des jungen Japaners hallte schaurig durch den Keller
verlor sich in dem düsteren Gewölbegang, der zur Unterkunft der Monster führte, und verebbte. Die fünf Wesen bewegten unruhig den Oberkörper, drehten die Schultern so, dass die hellen Kapseln, in denen ihre Gehirne eingeschlossen waren, genau in Hishan Tanukovis Richtung zeigten. Ich will nicht so werden! Lassen Sie mich los! Aber bitte, kein Mensch hält Sie. Sie brauchen nur aufzustehen und zu gehen. Sie besitzen doch sogar einen Nachschlüssel und können sich selbst die Tür öffnen. War dieser Mann, der jetzt ungerührt seinen weißen Kittel anlegte, überhaupt noch ein Mensch oder hatte sich Satan in ihm inkarniert? Die Gedanken in Hishan Tanukovis Gehirn schlugen wirre Kapriolen. Das Blut hämmerte in seinen Schläfen und sein Herz begann so heftig zu pochen, dass das laute Schlagen die Luft des Kellers erfüllte und deutlich zu hören war. Yasuhiro Konaki näherte sich wortlos dem runden Instrumententisch, öffnete eine flache Schublade und entnahm dieser eine bereits vorbereitete Einmalspritze. Damit näherte er sich Tanukovi. Lassen Sie mich leben! Aber natürlich, mein Lieber, vom Sterben hat kein Mensch gesprochen. Ich werde Sie nur ein bisschen verändern. Verändern, ja. Und vergessen Sie das eine nicht. Ich habe Sie nicht zu mir gerufen. Sie sind von ganz allein gekommen und müssen jetzt die Konsequenzen tragen. Konaki wandte sich seinen Monstern zu. Ihr könnt gehen. Um euch kümmere ich mich später. Und morgen werdet ihr schon euren neuen Freund begrüßen können. Dann sprach er wieder zu Tanukovi. Sie entspannen sich jetzt und legen sich zurück. Die Starre weicht. Tanukovi gehorchte. Mit leerem Blick starrte er zur Decke empor. Sein Widersacher verabreichte ihm die Injektion. Die Wirkung trat schon wenige Sekunden später ein. Tanukovis Körper wurde schlaff. Die Augen fielen ihm zu und er begann ruhig und tief zu atmen. Es dauerte weitere 20 Minuten, ehe Konaki alle Vorbereitungen abgeschlossen hatte, um die unverhoffte Operation durchführen zu können. 27 Minuten nach der verabreichten Injektion begann er zu operieren. Mit einer kleinen, elektrisch betriebenen Knochensäge vollführte er einen sauberen Schnitt rund um den Schädel und hob die Schädeldecke des Narkotisierten wie den Deckel einer Schüssel ab. Vor ihm lag das freie Hirn, grau und von zahllosen Adern durchzogen. Auch der nächste Tag verlief ganz nach Yasuhiro Konakis Vorstellungen. Am frühen Nachmittag inspizierte er den frisch Operierten. Auch Hishan Tanukovi trug nun eine helle Kapsel an der Stelle, wo sich vor 12 Stunden noch sein Kopf befunden hatte. Konakis Spezialgebiet war schon immer die Gehirnchirurgie gewesen, doch allein wäre er niemals so weit gekommen. Seine unheiligen Götter, sein okkultes und magisches Treiben und seine hervorragenden Kenntnisse hatten ihn dazu gebracht, erste Experimente vorzunehmen und organische Hirnmasse mit der Elektronik zu koppeln. Und von diesem halb organisch, halb maschinellen Monstrum schließlich waren die Vorschläge und ersten Modelltypen entwickelt worden, die dann zu den Gehirnen führten, welche Konaki nun mit unumschränkter Meisterschaft in die schützenden Hüllen pflanzte, weil sie ihrem natürlichen Lebensbezirk entrissen worden waren. Der Nachmittag verging. Es wurde Abend. Dunkelheit senkte sich über die Stadt. Wie in 27 Fällen zuvor, so klappte auch heute Abend alles wie am Schnürchen. Pünktlich fuhr Tonka Hamado vor. Er hatte Dr. Lonai Shavaka am Hafen erwartet und lieferte den Physiker hier in Konakis Heim ab. Dr. Lonai Shavaka betrat das Haus des Chirurgen. Konaki war ein Mensch, der direkt auf sein Ziel zuging. Er versetzte Shavaka in Hypnose und dirigierte den Naturwissenschaftler in die unheimlichen Kellerräume, wo alles für den Eingriff bereitstand. Legen Sie sich auf den Tisch. Folgsam wie ein Hund reagierte Shavaka auf jedes Wort, jeden Hinweis des Mannes, der seinen Tod geplant hatte. Ruhig und entspannt legte sich der Wissenschaftler hin. Konaki machte einen ausgeruhten, zufriedenen Eindruck. Man sah ihm nicht an, dass er in dieser Nacht bereits eine Operation durchgeführt, dass er den ganzen Nachmittag in der Bibliothek mit anstrengenden Studien zugebracht hatte. Er beschrieb mit den Fingern seltsame Bewegungen in der Luft, wobei die Finger in merkwürdig verdrehter Stellung zueinander standen. Vor jeder der 7 bizarren Götzenstatuen vollführte Konaki das gleiche Ritual.
Die 7 schwarzen Kerzen mit der Blutfüllung am Sockel brannten. Konaki hatte die Hauptlichter ausgeschaltet. So wurden seine seltsamen, beschwörenden Bewegungen zu einem bizarren Tanz in makabrer Umgebung. Ja? Ich hoffe, ich störe nicht. Was gibt's? Heute Mittag war ein Mann hier im Werk und hat sich nach Tonka Hamado erkundigt. Was für ein Mann? Er gab an, Journalist zu sein, aus Schweden oder Norwegen. Wollte eine Reportage über Hamado und Yamahoki schreiben. Behauptete, bereits 2 Tage in Tokio zu sein, aber keinen der beiden jemals angetroffen zu haben. Was habt ihr ihm gesagt? Ich war leider nicht da, deswegen rufe ich jetzt an. Ich bin erst vor einer halben Stunde ins Werk gekommen. So spät? Ich hatte eine Besprechung in einem Hotel in der Stadt. Mit 2 wichtigen Exportchefs. Ja. Es war Zufall, dass ich nochmals ins Büro ging. Mir fehlte eine wichtige Statistik. Beim Eintritt in mein Büro entdeckte ich auf dem Schreibtisch einen Notizzettel von meiner Sekretärin. Unter anderem stand darauf, dass Juweita, einer unserer Techniker, mit dem Journalisten gesprochen hätte. Daraufhin rief ich Juweita an. Ich wollte Näheres wissen. Juweita sagte mir, dass er sich sehr nett mit dem Mann unterhalten habe. Allerdings habe er ihm auch nichts Näheres über Hamado erzählen können. Nur eines sei ihm eingefallen, dass Hamado regelmäßig Gast eines bestimmten Badehauses an der Ginza sei. Dies wäre nicht weiter schlimm, wenn sich Juweita, der zum Team gehörte, das wir für den letzten Grand Prix zusammengestellt hatten, nicht plötzlich daran erinnert hätte, diesen Europäer schon einmal gesehen zu haben. Er behauptete, dass er eine frappierende Ähnlichkeit mit Bernd Helmer gehabt hätte. Aber Helmer ist tot, tot und begraben. Das dachte ich auch. Aber der Mann nannte einen Namen, der dem des Toten sehr ähnlich ist. Wie nannte er sich? Björn Hellmark. Björn Hellmark. Bernd Helmer. Unsinn. Wenn man die Sprache kennt, merkt man, dass es sich hier um 2 völlig verschiedene Namen handelt. Aber die Ähnlichkeit. Vielleicht hatte Helmer einen Verwandten. Der Mann, der sich nach Yamahoki und Hamado erkundigte, schien sehr großes Interesse daran zu haben, alles über den Tagesablauf der beiden Männer zu erfahren. Das machte Juweita stutzig. Mir scheint, dass der gute Juweita ein wenig spät gestutzt hat. Der Mann weiß von Hamados Gewohnheit, einmal wöchentlich zu Maiko Shakushi zu gehen, um dort zu entspannen. Über Maiko könnte er demnach hoffen, weiteres über Hamado zu erfahren. Ich habe Angst. Kann es sein, dass Tote zurückkehren, um sich zu rächen? Ach, aus dem Jenseits. Halte das Badehaus im Auge. Und wenn du den Mann siehst, der sich Hellmark nennt und auf die Beschreibung Helmers passt, gib mir Bescheid. Ich werde dann alles Weitere veranlassen. Das Taxi fuhr durch die belebte Straße. Tausende von weißen und farbigen Neonröhren strahlten an den Hoch- und Geschäftshäusern, den Restaurants und Bars, und ein Konkurrenzunternehmen versuchte das andere durch eine besonders helle, farbige oder auch hektische Reklame auszuboten. Im Fond des Taxis saß Björn Hellmark. Die Blicke des blonden Mannes waren auf die Straße gerichtet. Aufmerksam studierte er seine Umgebung. Der Verkehrsstrom kam nur langsam vorwärts, und so hatte er genügend Zeit, die grell beleuchteten Schaufensterauslagen zu studieren, die geschwungenen, fremdartigen Schriftzeichen, die durch Lichtbänder liefen, die Menschen zu beobachten, die ganz dicht vor oder neben dem Taxi vorbeiliefen, wenn der Fahrer an einer Ampel oder einer Kreuzung anhalten musste. Während der Fahrer das Taxi weiter durch die Innenstadt chauffierte, lehnte sich Björn Hellmark zurück und musste daran denken, wie nah er schon daran gewesen war, solche Erlebnisse nicht mehr zu haben. Ein gütiges Schicksal hatte ihn davor bewahrt, dass er jetzt nicht wirklich in einem Sarg lag. Die letzte Nacht im Krankenhaus hatte alles entschieden. Und nur 4 Menschen wussten von seinem Geheimnis, wie es wohl einmalig auf der Welt war. Sein Vater und Carminia. Als einziger Außenstehender war Dr. Anton Wolny eingeweiht worden. Der eingefleischte Junggeselle war mehr als 2 Jahrzehnte lang der Hausarzt der Familie gewesen, ehe er diesen Beruf an den Nagel hängte und die Forschungsabteilung der Hellmarkschen Werke übernahm. Dr. Wolny war verschwiegen, ehrlich und besaß alle guten Eigenschaften, die man sich nur wünschen konnte. Mit seinen 63 Jahren wirkte er wie ein Mann, der gerade 50 geworden war, und in der Tat sagte jeder, der ihn kannte, dass bei ihm die Zeit des Alterns offensichtlich stehen geblieben sei.
Dr. Wolny hatte den in einem nicht hermetisch abgesperrten Zinksarg nach Deutschland zurückgebrachten Björn Hellmark nach dessen Rückkehr ärztlich versorgt. Dabei war für ihn nichts anderes zu tun gewesen, als die Brustwunde zu versorgen und Björn Herz- und Kreislaufstärkende Mittel zu verabreichen. Alle körperlichen Funktionen waren auf ein Mindestmaß herabgesunken, nicht mehr messbar für herkömmliche Geräte und Instrumente. In diesem Zustand hatte man Björn Hellmark an einem geheim gehaltenen Ort betreut und versorgt. 24 Stunden später setzten wie durch ein Wunder alle Körperfunktionen ein. Und von dieser Stunde an stabilisierten und normalisierten sie sich. Dennoch war das Gerücht vom Ableben des Millionärssohnes aufrechterhalten worden, um die Gefahren so gering wie möglich zu halten, die für ihn vorhergesagt worden waren. In dem Sarg, der angeblich die sterblichen Überreste von Bernd Hellmar barg, befanden sich mehrere mit Lumpen und Erde gefüllte Säcke. Während der Zeit seiner Genesung in dem von der Außenwelt abgeschirmten Krankenzimmer hatte sich Björn Hellmark eingehend mit seiner neuen Lebenssituation befasst. Am meisten hatte ihn zunächst die Tatsache seiner ungeheuerlichen Fähigkeit, sich zu verdoppeln, interessiert. Selbst Dr. Anton Wolny hatte die wissenschaftliche Möglichkeit angedeutet und er hatte auch dementsprechende Fachbücher herangeschafft. Der sogenannte Doppelgänger, der bewusst und unbewusst bei vielen Menschen vorkommen konnte, wurde sowohl in der medizinischen als auch in der theosophischen und anthroposophischen Terminologie als ein Ätherkörper gekennzeichnet und eingehend beschrieben. Das bedeutete, je stärker sich der eine Körper materialisierte, desto schwächer erschien im Normalfall der andere, der zurückgebliebene, sogenannte physische oder Originalkörper. Er hatte Dr. Wolny gebeten, weiteres Material heranzuschaffen und Nachforschungen anzustellen. Er wollte alles über seinen neuen Körper wissen. Unwillkürlich warf er einen Blick an sich herab. Er trug einen hellen Anzug, ein blau-weiß gestreiftes Hemd und eine unifarbene Krawatte. Björn Hellmark war kein anderer geworden, man sah ihm seine Veränderung nicht an, ebenso wenig wie man einem Schauspieler ansah, dass er Schauspieler war oder einem Schriftsteller oder Maler, dass sie das waren, was vielleicht in ihren Pässen oder in ihren Steuererklärungen stand. An seinem Körper gab es nur ein Zeichen, das darauf hinwies, dass er einen Unfall erlitten hatte. Das war die Schnittwunde quer unter der Brust. Doch sie war schon gut verheilt und vernarbte. Und es gab eine weitere Tatsache, die Björn Hellmark zu denken und zu erkennen gab, dass mit dem Unfall einiges aus dem Gleichgewicht gekommen war. Sehr aufmerksam hatte er die Nachforschungen der Experten und auch der Kriminalpolizei verfolgt, die allen Unkenrufen zum Trotz bei der Suche nach seinem Mörder, einem Phantom, nachjagten. Anfangs hatte es noch geheißen, es gebe Verdächtige. Dann ging man von dieser Version ab. Nun gab es Experten anderer großer Firmen, die behaupteten, dass Bernd Hellmers Unfall doch ein Unfall und kein Mordanschlag gewesen sei. Je länger die Nachforschungen liefen, desto undurchsichtiger wurde das Bild. Poul Anderson, der Engländer, der unmittelbar nach seinem mysteriösen Verschwinden in den ungeheuerlichen Verdacht geraten war, vielleicht als bezahlter Killer fungiert zu haben, war nach dem zweiten Monat in ein ganz anderes Licht gerückt worden. Die Polizei nahm an, dass er eher mit einer Bande von Rauschgiftschmugglern zu tun gehabt hatte, die zwischen Marseille und Lyon ihr Unwesen trieb. Es war sicherlich nicht mehr als ein Zufall, dass Hintermänner einer Rauschgiftorganisation ihn ermordet hatten, weil sie ihn fürchteten oder Erpressungen vorgekommen waren. Eine Wandlung war eingetreten. Auch die unmittelbar daran Beteiligten hatten angefangen, ihre Meinung zu revidieren. Bald, so schien es Björn Hellmark jetzt, würde der Aktendeckel geschlossen werden und die Schuldigen der gerechten Strafe entgehen. Aber er wollte Gewissheit haben, er wollte alles wissen. Und er wusste, was er mit seinem bis ins Detail durchdachten Auftauchen in der japanischen Metropole bezweckte und riskierte. Bewusst hatte er bei Taikuchi vorgesprochen, bewusst hatte er sich nach Yamahoki und Hamado erkundigt und es war schon mysteriös, dass man dieses Gespann nicht wie normale Menschen in einer Wohnung besuchen oder anrufen konnte. Anmeldungen waren notwendig. Björn Hellmark legte ebenso bewusst Wert darauf, erkannt zu werden. Er hoffte, damit genug Wirbel auszulösen, der einiges aufrührte. Der Fahrer fuhr plötzlich nach rechts und hielt an. Wir sind da. Björn Hellmark nickte, warf einen Blick auf den Tachometer und zog einen Schein aus seiner Brieftasche. Hier liest Massagesalon von Maiko Shakushi. Berühmt. Prima. Nicht zu verkosten. Ah, Sie meinen sicher verachten. Der blonde Deutsche stieg aus, winkte dem Fahrer kurz zu und ging dann auf den Eingang des Badehauses zu.
50 Meter entfernt vor einem farbig beleuchteten Schaufenster, drehte sich in diesem Moment eine etwa 35-jährige dunkelhaarige Schönheit um, ließ den Blick nach vorn schweifen, wusste offenbar nicht, welches weitere Geschäft sie bei diesem verlockenden Überangebot inspizieren sollte. Die junge Frau war Chantal Durimont. Obwohl erst am Nachmittag angekommen, ließ sie es sich nicht nehmen, einen nächtlichen Bummel durch diese grelle, mit Farben und Leben erfüllte Hauptstraße zu machen. Chantal Durimont stutzte und glaubte nicht richtig zu sehen, als sie den blonden Europäer bemerkte, der ihr das Profil zudrehte, scheinbar eine Sekunde lang zögerte, ehe er die Tür aufstieß und hinter dem roten Vorhang verschwand. Chantal hastete unwillkürlich ein paar Schritte nach vorn, stieß gegen Menschen, entschuldigte sich murmelnd, blieb dann wie erstarrt stehen. Ihre Augen blickten unruhig und fiebrig. Bernd Helmer! Es gab noch jemanden, der Helmers Ankunft gesehen hatte. Tonka Hamado, Konakis Privatchauffeur und angeblicher Manager des Rennfahrerasses Yamaruki, stand mit einem Taikushi-Spezial auf der anderen Seite des Parkplatzes, saß in seinem dunklen Wagen und hielt seit genau 25 Minuten den Eingang des Badehauses im Auge. Nun war er wirklich gekommen, Helmer. Aber dieser Mann weilte unter den Toten. Wie konnte es sein, dass er hier lebendig in Tokio herumlief? Hamado geriet ins Schwitzen. Er hatte Helmer schließlich nicht nur auf Bildern gesehen, er kannte ihn persönlich. Das Haar war anders, heller. Aber der Gang, die federnden Schritte, wiesen ihn sofort als einen Mann aus, der sich viel sportlich betätigte. Und das gut geschnittene männliche Gesicht. Es gab keinen Zweifel. Ein Toter war nach Tokio gekommen. Hamado merkte, wie eine Gänsehaut über seinen Rücken lief. Björn Hellmark überschritt die Türschwelle und eine andere Welt begann hinter dem roten Vorhang. Na, hier konnte man es tatsächlich aushalten. Der Taxifahrer hatte nicht gelogen. Hinter der Rezeption saß eine junge Japanerin, die ich, anhand Fotos, die ich zuvor in verschiedenen Illustrierten gesehen hatte, eindeutig als die Chefin persönlich, Maiko Shakushi, identifizierte. Sie war wie ihre attraktiven Angestellten, nur mit einer weißen, raffiniert geschnittenen Frottejacke bekleidet. Links die blaue Glaswand, dahinter der Fernsehraum mit den wartenden Mädchen. Der Geruch von parfümiertem Badewasser lag in der Luft. Auf der Bank vor der Glaswand kniete ein Mann. Die Nummer 17. Sein Kopf erinnerte an einen Igel. So kurz hatte er seine Haare geschnitten. Sein Gesicht zierten Sommersprossen. Wenn er grinste, berührten seine Lippen zu beiden Seiten fast die Ohren. Maiko Shakushi rief über das Mikrofon die Nummer 17. Und das schlanke Mädchen erhob sich von ihrem Sessel und kam durch die Seitentür heraus. Fröhlich lächelnd, mit aufregend schaukelnden Hüften, ging sie auf den Mann zu. Jetzt wird's spannend. Sind Sie auch Tourist oder leben Sie hier? Tourist. Sein Akzent verriet ihn. Er war Amerikaner. Texaner, um genau zu sein. Er grinste. Wieder berührten seine Mundwinkel fast die Ohren. Sein Gesicht wäre eine Bereicherung für jedes Mickey-Maus-Heft gewesen. Ich bin heimlich abgehauen. Im Hotel weiß keiner etwas davon. Wir machen eine Sightseeing-Tour durch Tokio. Hauptsächlich besuchen wir keltische Städte, Tempel und Kirchen der verschiedenen Glaubensrichtungen. Unser Führer Gregor Owens hat für heute Abend eigentlich für jeden Einzelnen eine Erbauungsstunde vorgeschrieben. Er ist der festen Überzeugung, dass jeder auf seinem Zimmer ist. Aber morgen geht es schon wieder weiter. Und wer kommt schon nach Tokio nur, um Tempel zu sehen? Hm? Gut, die sind ganz nett. Aber man muss auch mal ein Badehaus erlebt haben. Ich habe sowieso Ostern das letzte Mal gebadet. Da kann ein heißes Bad nicht verkehrt sein, finden Sie nicht auch? Bestimmt nicht. Unter diesen Umständen würde ich es sogar empfehlen. Allerdings müssen Sie damit rechnen, dass in Ihrem Fall mehr Kosten für Wasser und Seife anfallen als üblich. Ich werde sparsam damit umgehen. Bei der Wasserknappheit heutzutage muss man sozial denken. Ich werde das Girl zu mir in die Wanne nehmen, da wird das Fassungsvermögen geringer. Nummer 17 war inzwischen bei uns angekommen und verschwand sofort mit ihrem Kunden durch die Schwingtür, hinter der sich der Korridor mit den Kabinen anschloss. Die Chefin des Etablissements lächelte mich vielsagend an. Sie wünschen ein Bad? Ja, bitte. Ich komme auf Empfehlung eines Bekannten hierher. Er hat mir ein bestimmtes Mädchen empfohlen. Aber jetzt habe ich doch glatt Ihren Namen vergessen. Vielleicht nennen Sie mir den Namen Ihres Bekannten. Das kann uns vielleicht weiterhelfen, wenn er Stammgast ist.
Aber natürlich, gern. Er heißt Tonka Hamado. Er... Nummer 28, Mitsuko. Oh, sie ist gerade besetzt. Ja, mal schade. Noch 5 Minuten, wenn Sie sich so lange gedulden wollen. Das heißt, wenn der Gast nicht den Wunsch hat, zu verlängern. Das geht jeweils dann eine neue halbe Stunde lang. Kein Problem. Ich warte erst mal 5 Minuten. Dann sehen wir weiter. Nehmen Sie einen Moment Platz. Aber wenn ich Ihnen mit einem anderen Mädchen dienen kann, sehen Sie durch die Glaswand. Sie sind alle sehr hübsch und sehr gut, mein Herr. Die Auswahl ist groß. In der letzten Woche eines jeden Monats läuft es hier immer etwas ruhiger. Nein, ich möchte nur zu Mitsuko. Zu niemand anderem. Tonka hat geradezu von ihr geschwärmt. Björn Hellmark nahm auf der langen Bank vor der blauen Glaswand Platz und wartete ab. 5 Minuten später verließ ein zufrieden und etwas benommen dreinblickender Japaner das Badehaus und sein Mädchen, Mitsuko Noshiimo, betrat durch einen Seiteneingang den Aufenthaltsraum. Doch Mitsuko kam gar nicht dazu, sich wieder hinzusetzen. Maiko Shakushi rief sie über die Lautsprecheranlage und eine halbe Minute später war Björn Hellmark mit Hamados Stammbademädchen auf dem Weg zur Korridortür. Der Vorhang hinter der Eingangstür wurde vorsichtig zur Seite gedrückt und ein Kopf schob sich durch die spaltbreite Öffnung. Eine Frau blickte in das Foyer. Es war Chantal Durimont. Monsieur Helmer! Wie kam sie nach Tokio? Wie in dieses Badehaus? War sie mir etwa gefolgt? Mitsuko blieb stehen. Ich musste jetzt vor allem eins: cool bleiben. Bitte? Reden Sie mit mir? Sie sind doch Bernd Helmer. Nein, ich fürchte, Sie irren sich, Madame. Sie verwechseln mich mit jemandem. Mein Name ist Frank Haggerton. Es gab keinen Frank Haggerton. Der Name war mir spontan eingefallen. Einfach so. Ich hätte auch Larry Brandt sagen können oder Johnny Walker. Ich war mir nicht sicher, ob ich sie überzeugt hatte. Aber ich brauchte mir keine neuen Lügen ausdenken. Maiko Shakushi, die Chefin, sie fürchtete, dass man einen ihrer zahlungskräftigen Gäste belästigte und griff in das Geschehen ein. Gehen Sie bitte, Madame. Dies ist ein Badehaus. Sie haben sich sicherlich in der Tür geirrt. Hier ist der Eintritt für Frauen strengstens verboten. Aber diese Ähnlichkeit. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Aber Sie haben mich so sehr an einen Bekannten erinnert, dass ich Sie einfach ansprechen musste. Kein Problem. Das kann jedem passieren. Ihr Blick wurde unstet. Sie nickte, machte dann abrupt kehrt und eilte auf die Straße hinaus. Für Björn Hellmark begann eine Zeremonie der besonderen Art. Er wusste, dass es unmöglich gewesen wäre, einfach hierher zu kommen und mit der Tür ins Haus zu fallen. Es war keinesfalls möglich, Hamados Stammmasseuse auszufragen, ihr ein paar Yen in die Tasche zu stecken und dann wieder zu verschwinden. Direkt nach Hamado gefragt, wäre Mitsuko misstrauisch geworden. Mit Sicherheit hätte er keine Antwort auf seine Fragen erhalten. Wenn er schon ins Badehaus kam, musste er auch ein Bad und eine Massage nehmen. Die Kabine war sehr sauber. Björn Hellmark wurde entkleidet und von Kopf bis Fuß mit Seife eingerieben. Wasser lief in die Wanne, niemand sprach ein Wort. Ein Schritt von der Wanne entfernt stand ein Massagetisch. Dampf füllte den kleinen quadratischen Raum. Müdigkeit und angenehme Entspannung breiteten sich wohltuend in Björn Hellmarks Körper aus. Leise Musik, das warme Wasser, Mitsukos zarte Hände, die ihn abwuschen, dann wurde er abgeduscht und neues Wasser in die Wanne gelassen. Björn Hellmark wurde langsam müde, ohne sich dagegen wehren zu können. Ein wohliges, zufriedenes, angenehmes Gefühl breitete sich in ihm aus. Mitsuko lächelte, still und schweigsam. Ich bin noch nie in Tokio gewesen. Auf einem Sportball in Frankreich habe ich japanische Sportler kennengelernt. Dabei war auch ein gewisser Tonka Hamado. Er war der Manager irgendeines Rennfahrers. Yamaoki hieß der, glaube ich. Er hat wohl mal den Grand Prix gewonnen. Ganz genau weiß ich das allerdings nicht. Ich kenne mich in dieser Sportart nicht so gut aus. Aber ich erinnere mich daran, dass Hamado von einem Badehaus in Tokio erzählte. Und schon damals habe ich mir vorgenommen, in dieses Badehaus zu kommen und mich von der schönen Mitsuko verwöhnen zu lassen, sollte ich jemals die Gelegenheit haben, Tokio zu sehen. Er redete leise und monoton und merkte, wie schwer es ihm fiel, die Müdigkeit abzuschütteln. Es musste etwas im Badewasser sein, das mit dem aufsteigenden Wasserdampf inhaliert wurde und ihn stärker ermüdete, als es das heiße Wasser und die Ruhe allein vermocht hätten. Nicht so viel reden. Sie wollen sich doch hier entspannen. Ausruhen, wollen schlafen. Natürlich, Sie haben recht.
Aber ich bin nur noch 3 Tage in Tokio und hätte gern Hamado wiedergesehen. Aber ich weiß seine Adresse nicht mehr. Vielleicht können Sie mir helfen. Ja, gern. Später. Wieder Stille. Leise schlug das Telefon an, das auf dem Kaminsims über dem Massagetisch stand. Dort waren auch Tuben und Tiegel mit Cremes untergebracht. Mitsuko no Shiimo nahm den Hörer ab und meldete sich flüsternd. Sicher eine Neuanmeldung, die auch von ihr gebadet und massiert werden wollte. Das Mädchen schien begehrt zu sein. Sie antwortete sehr leise und in Japanisch, sodass Björn Hellmark in seiner Schläfrigkeit und Mattigkeit nichts mitbekam. Er verstand ein paar Brocken Japanisch, hatte sich 4 Wochen lang vor seinem Abflug eingehend mit der Sprache beschäftigt und in seinem Versteck täglich mehrere Stunden lang gelernt. Aber die Sprache war zu schwierig und zu umfangreich, als dass man mehr als nur einen Einblick in dieser kurzen Zeitspanne gewinnen hatte können. Ich bin gleich zurück. Ich gehe nur schnell in die Nebenkabine zu meiner Kollegin. Björn Hellmark glaubte zu nicken und ein leises, zustimmendes Brummen kam über seine Lippen. Unhörbar klappte die Tür ins Schloss. Björn Hellmark war allein. Das warme Wasser stand ihm bis unters Kinn. Im Unterbewusstsein begriff er, dass es leichtsinnig von seinem Bademädchen war, ihn jetzt allein zu lassen. Wenn er einschlief, konnte er dabei ertrinken. Diese verfluchte Müdigkeit, das war doch nicht normal. Um mich herum zerfloss die Zeit. Zäh wie Kaugummi. Wie lange lag ich jetzt schon hier? 5 Minuten? 30 Minuten? Oder schon eine Stunde? Ich wusste es nicht. Alles um mich herum erschien mir wie durch Watte. Da. Die Tür wurde aufgezogen. War das... Mitsuko? Sagen Sie, schöne Blume Asiens. Wird man immer so müde, wenn man hier ein Bad nimmt? Ich... Nein, das war nicht Mitsuko. Es waren Männer. 3 Männer. Etwas zischte. Eine Art Gas, dachte ich noch. Da gingen für mich auch schon die Lichter aus. Seine Glieder wurden schwer wie Blei, sein Seh- und Hörvermögen wurde eingeschränkt, brach völlig zusammen. Sie warfen seine Kleidung auf einen Haufen, wickelten ihn in ein großes Laken und einer warf sich die Last dann über den Rücken, während der andere die Tür aufriss. Hamado selbst hielt das Sprühgerät umfasst, in dem das betäubende, schnell wirkende Gas abgefüllt war. Schweigend stand Mitsuko neben der naturlackierten Kabinentür. Hamado nickte ihr lächelnd zu. Der auf diese Weise entführte Björn Hellmark wurde durch den Hinterausgang in den Hof geschleppt, wo Hamados dunkelblauer Taikushi Spezial stand. Der flache Bau, in dem die Badekabinen untergebracht waren, wirkte wie eine einzige fensterlose Garage. Unter dem langen Flachdach befanden sich die surrenden Ventilatoren, welche die feuchte, heiße Luft herausbliesen. Der Hof lag in völliger Dunkelheit. Er war von einem riesigen Schuppen, einer Garagenkette und zur Straße hin von einem hohen Geschäftshaus abgeschlossen. Dieses Haus stand auf massigen Betonpfeilern, die eine eckige Toreinfahrt zur Straße bildeten. Von dort aus fiel gedämpfter Lichtschein bis unmittelbar unter die Einfahrt, erreichte jedoch den Hof nicht mehr. Nur so war es erklärlich, dass die schattengleiche Gestalt in der Ecke zwischen Bretterschuppen und Garage nicht gesehen werden konnte. Es war Chantal Durimont. Als Björn Hellmark die Augen aufschlug, nahm er zunächst nichts anderes als einen grauen, sich langsam verflüchtigenden Nebel wahr. Im ersten Augenblick war er noch überzeugt davon, dass er sich noch in der Badekabine befand und schließlich fest eingeschlafen war. Doch dann erinnerte er sich an die 3 Männer. Sie sind Bernd Hellmark. Ich weiß es. Der Mann sprach ihn Englisch an, mixte aber hin und wieder ein deutsches Wort in seine Ausführungen. Björn Hellmark presste mehrmals die Augen zusammen, konnte dann etwas klarer sehen. Er versuchte, sich aufzurichten, sich zu bewegen. Das ging nicht. Er war auf einer nicht gerade bequemen Pritsche festgeschnallt, die in einer Art Gefängniszelle stand. Die Wände waren roh und unverputzt, grau-weißes Gestein. In der Ecke stand ein Tisch, auf dem eine Decke und mehrere Bücher und Zeitschriften lagen. Schräg neben ihm kam der Oberkörper eines Mannes in sein Blickfeld. Er war breit, massig, um nicht fett zu sagen. Sein aufgedunsenes Gesicht sah ernst und gefährlich aus. Der Fette war Konaki. Sorgenfalten furchten seine Stirn. Dann wissen Sie mehr als ich. Er wich einen Schritt zur Seite. Und erst jetzt sah ich, dass noch jemand anwesend war. Genau genommen waren es 2 Personen. Tonka Hamado
und Onio Yamahoki. Wie zwei Ölgötzen standen sie da und rührten sich nicht. Sie sind zurückgekommen, um sich zu rächen. Ich weiß es, ja, ich weiß es. Mit einer Botschaft aus dem Jenseits. Oder einer Strafe für mich. Was faselte er da? Wusste er Bescheid? Nein, das konnte nicht sein. Mein Auftauchen hat ihn bloß verwirrt. Aber ich beschloss, diesen Umstand für mich zu nutzen. Und bestätigte seine wirren Vermutungen. Tja, mein Bester, Sie haben es erkannt. Aus eben diesem Grund bin ich hier. Es kommt vor, dass Tote wiederkommen. Ermordete, die sich rächen und diejenigen dem Richter ausliefern, die das Verbrechen begangen haben. Was hast du im Jenseits gesehen? Wie lautet die Botschaft, die du mir zu überbringen hast? Er las nackte Angst in Konakis Augen. Ja, ich habe alles getan, was man von mir verlangt hat und noch mehr. Ich bin bald am Ende meines Zieles angelangt, aber mir ist auch die Strafe bekannt. Das heißt, ich weiß, dass sie kommen wird. In dem Buch der sieben Geheimnisse, das Kaosen Nimos vor mehr als 5000 Jahren in seiner ägyptischen Muttersprache geschrieben hat, steht, dass es einen Ausweg gibt. Einen Ausweg. Nenne mir das Geheimnis. Und wir werden selbst die besiegen, denen wir jetzt noch dienen. Björn Hellmark spürte Konakis Wunsch, zu sprechen, sich zu äußern. Tonka ist mir treu ergeben. Ich habe ihm das Paradies gezeigt. Alle, die mir helfen, die ich nicht als Sklaven oder Helfer benutze, dürfen das Paradies sehen. Erzähl ihm davon. Es gibt dort Gärten, in denen goldene Paläste stehen. Wein, Milch und Honig fließen. Und Mohammed hätte seine Freude daran gehabt, würde er diesen paradiesischen Garten jemals gesehen haben. Sie haben ihn unter Drogen gesetzt und ihm diese Dinge vorgegaukelt. Die Idee ist nicht neu. Diese Art von Gehirnwäsche kannte man schon bei den Assassinen. Der geheime Kult der Assassinen hatte im 11. Jahrhundert in seinen noch heute bekannten Grundzügen begonnen. Von Persien aus hatte er rasch andere Länder erobert. Die Geschichte wusste zu berichten, dass junge Männer heimlich von ihrem König an einen geheimen Ort gebracht wurden. Sie wurden mit Drogen vollgepumpt und wussten dann von Erlebnissen zu berichten, die märchenhaft anmuteten. Sie sahen die Gärten, von denen auch Hamado gesprochen hatte. Für ihn ist es die Wirklichkeit. Und ich schicke ihn immer wieder dorthin, weil er es sich wünscht. Es ist eine Belohnung für die Treue, die er mir entgegenbringt. Auch die alten Assassinen versicherten sich mit diesem Trick der Treue ihrer Untergebenen. Die Männer, die Assassinen wurden, befolgten blindlings jeden Befehl ihres Herrn. Noch begriff ich nicht alle Zusammenhänge. Aber eins war sicher. Man hatte mich geschickt in die Falle laufen lassen. Wenn sie der sind, für den wir sie halten, dann haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, als wir uns entschlossen, sie zu beseitigen. Aber dieser Sieg war wichtig für meine Forschungen und vor allen Dingen auch für den Taikuchi-Konzern, der mich in jeder Hinsicht finanziell und mit Lieferungen aus dem Elektronikprogramm unterstützt hat. Selbst wenn wir darauf verzichtet hätten, ihren Wagen zu manipulieren, hätte kaum ein Zweifel daran bestanden, dass Yamahoki der Sieger geworden wäre. Er ist jedem Menschen in jeder Hinsicht überlegen. Nun erzählte er mir von seinen Operationen, von dem ungehemmten Mut und der Kaltblütigkeit, die man erlangen würde, von dem Organ, das in diesem menschlichen Hirnrest, über den Yamahoki noch verfügte, Ultraschallreaktionen hervorrief. Ich gebe Ihnen 12 Stunden Zeit. 12 Stunden, sich zu besinnen, sich mit mir zu verbünden, mir zu sagen, was Sie wissen. Nach dieser Zeit werde ich sie mir vornehmen. Sollte ich feststellen, dass ich einem Irrtum zum Opfer gefallen bin, dass Sie ein Betrüger sind, werde ich kein Erbarmen mit Ihnen kennen. Es würde Ihre Vorstellungskraft sprengen, was dann mit ihnen geschehe.
Ich werde dann auch keine Rücksicht auf die Grenzen nehmen, die mir vertragsmäßig durch jenseitige Mächte auferlegt wurden. Ich bitte nur einmal um etwas. Wenn man es mir verweigert, reagiere ich furchtbar. Er schilderte seine Begegnungen mit drei Wahrsagern, von denen er sich Einblick in seine Zukunft erhofft hatte. Aber niemand hatte ihm diesen Einblick gewährt. Ich verstand nun. Dieser Mann war besessen von dem Gedanken, seinen Tod zu verhindern. Und es gibt noch etwas, worauf ich nicht versäumen möchte, hinzuweisen. Ihre kleine französische Freundin ist inzwischen ebenfalls in meinen Händen. Jawohl. Ich weiß nicht, von wem Sie sprechen. Sie hat die Dreistigkeit besessen, mit einem Taxi dem Wagen zu folgen, mit dem Sie hierher gebracht wurden. Als sie sich das Haus näher ansehen wollte, in dem ich lebe, habe ich sie gebeten, gleich hereinzukommen, was sie ohne die geringste Gegenwehr getan hat. Inzwischen hatte ich ein Gespräch mit ihr, unter vier Augen. Dabei musste ich feststellen, dass die Dame den ernsthaften Verdacht hat, beim Grand Prix vor einem Vierteljahr in Frankreich sei einiges nicht mit rechten Dingen zugegangen. Sie hoffte, hier in Tokio auf eigene Faust hinter das Geheimnis zu kommen. Naja, dass sie dabei ausgerechnet auf Bernd Helmer gestoßen war, hatte sie bis zu dieser Stunde noch immer nicht verdaut. Ich werde mich der Dame weiterhin annehmen. Und auch ihr Leben liegt in ihrer Hand. Sprechen Sie. Und wir werden ins Geschäft kommen. Konaki winkte seine beiden Begleiter hinaus. Hamado trat hinaus auf den Gang. Wie eine gespenstische Karikatur, den Kopf unter dem Arm, folgte Yamahoki. Konaki bildete den Abschluss. Der unheimliche Chirurg hatte den Köder ausgeworfen. Björn Hellmark begann, nachdem er allein war, intensiv darüber nachzudenken und versuchte, aus der schwachen Stelle Kapital zu schlagen, die Yasuhiro Konaki zweifelsohne hatte. Wovor fürchtete er sich? Was für eine Strafe war es, die er dunkel ahnte? Nur eines schien klar zu sein. Die Mächte, mit denen er sich eingelassen hatte, fraßen ihre eigenen Kinder. Björn Hellmark sah ein, dass die Behörden schnell und umfassend informiert werden mussten, um sofort die notwendigen Schritte einzuleiten. Er entspannte sich völlig, atmete tief durch. Die Benommenheit war überwunden. Er spürte keinerlei Nachwirkungen des Betäubungsgases mehr. Blitzartig spannte er seine Muskeln an, stemmte sich gegen die Fesseln. Aber die saßen wie angegossen. Tief durchatmend blieb Björn Hellmark liegen, schloss die Augen und dachte nach. Vor seinem geistigen Auge tauchten die seltsamen, durchlebten Minuten im Krankenzimmer von Claude Perrin auf, als er auf der Grenze zwischen Leben und Tod merkwürdige Gedanken, Einflüsse und Stimmen wahrnahm, als er seinen Körper erstmals in das Zimmer von Carminia versetzt hatte und ihr dadurch zu verstehen gegeben hatte, dass sie sich nicht zu sorgen brauchte. Er konzentrierte sich, versuchte sich an diese Situation zu erinnern, daran anzuknüpfen. Aber es gelang ihm nicht, den Vorgang auszulösen. Damals in tiefster Bewusstlosigkeit aber war es ihm gelungen. Seit jener Zeit war ihm nicht ein einziges Mal bewusst geworden, dass er sich verdoppelt hatte. Auch Al-Nafus Stimme hatte er nur während seines Fiebers wahrgenommen. War es eine einmalige Begegnung gewesen? Er suchte in seinen Gedanken, lotete die tiefsten Stellen seines Bewusstseins aus, als könne er dort die Antwort auf die Fragen und Zweifel finden. 12 Stunden hatte er Zeit. Dann würde Konaki andere Mittel einsetzen, um ihn zum Sprechen zu bringen. Aber das, was Konaki erwartete, konnte er, Hellmark, ihm gar nicht sagen. Er wusste nichts darüber. Und dann musste auch der jetzt noch unter einer tiefen Furcht stehende Chirurg erkennen, dass dies alles nur ein Betrug war, dem er eine völlig falsche Bedeutung beigemessen hatte. Und damit war sein Leben endgültig verwirkt. Er saß in dem Labor. Die dunklen, schweigenden Götzenstatuen in ihren quadratischen Nischen schienen jede Bewegung des einsamen Mannes zu verfolgen. Yasuhiro Konaki saß am Tisch, den Oberkörper weit nach vorn gebeugt. Der Computer war aktiviert, Lichter flammten auf, verloschen wieder. Ein für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbarer Ton weckte die schlafenden menschlichen Gehirne, die mit dem elektronischen Mechanismus gekoppelt waren. Die Glaskammern wurden in ein tiefes, orangefarbenes Licht getaucht.
Auch das frisch eingesetzte Gedächtnis von Dr. Lonai Shovaka wurde aktiviert. Was würde er an neuen Erkenntnissen hinzuzufügen haben? Auf einem rechteckigen Bildschirm, der unten rechts in der Computerwand eingebaut war, erschienen Zahlen, Formeln und Schriftzeichen, manchmal ganze Sätze. Auf diese Weise wurden Daten, die noch elektronisch gespeichert waren, abgerufen und man brauchte sie nur noch abzulesen. Konaki machte einen unzufriedenen und niedergedrückten Eindruck. Die Botschaften, die er abrief, gefielen ihm nicht. Die Antworten waren verworren. Obwohl er über ein Mikrofon präzise Fragen stellte, kam keine vernünftige Antwort zustande. Der Computer und die arbeitenden Gehirne waren offensichtlich überfordert. Müde fuhr sich der Okkultist über die Augen. Als er die Hand von seinem Gesicht nahm, sah er etwas, was ihn mit Angst und Schrecken erfüllte. Es war jemand im Labor. Die Gestalt näherte sich aus der dunklen vorderen Ecke. Bernd Helmer. Konaki stockte der Atem. Aber das konnte nicht sein. Helmer lag gefesselt in der Zelle. Narrte ihn ein Spuk? Sah er Dinge, die es nicht geben konnte? Er wich langsam zurück, ließ die Gestalt nicht aus den Augen. Sie können an zwei Orten zur gleichen Zeit sein. Das ist es. Sie sind hier im Diesseits und Sie sind im Jenseits. Nein, so ist es nicht, Konaki. Der Chirurg hatte nur noch Augen für die Erscheinung. Er merkte nicht, dass die flackernden Lichter an den betreffenden Stellen der Computerwand hektischer wurden. Er sah nicht, wie die Klarschrift auf dem Fernsehschirm verschwand, wie sie schnell und in logischer Form neue Buchstabenfolgen aufbauten. In einem der mit dem Computer gekoppelten Gehirne ging etwas vor, was Konaki nicht verfolgen und registrieren konnte. Konakis Blick irrte auf die Seite zu den Nischen, wo seine furchteinflößenden Götzen hockten. Helft mir. Ich habe euch regelmäßig eure Opfer dargebracht. Blut war euer Verlangen und das habe ich euch gegeben. Erklärt mir, was ihr mit mir vorhabt. Oder ist es soweit, dass euch euer Werkzeug lästig geworden ist? Bin ich euch zu nahe gekommen? Ein Platz ist noch frei. 29 Opfer sind vorgeschrieben. Den Platz für 29 Hirne habe ich geschaffen. Was käme danach? Björn Hellmark wies auf das Telefon. Rufen Sie die Polizei an. Bitten Sie sie hierher. Konaki rührte sich nicht. Die Polizei? Hier? In seinen Räumen? Das würde das Ende bedeuten. Aber er gab noch nicht auf. Er versuchte, den Blick seines Gegenüber zu bannen. Sie sind Bernd Helmer. Sie sind gekommen, um mit mir zu sprechen. Sie sind mein Freund. Alles, was Sie an Rachegedanken mit sich herumtragen, ist von diesem Augenblick an für Sie vergessen. Wir reden von zwei verschiedenen Dingen, Konaki. Sie sind ein Mörder. Und ich werde dafür sorgen, dass Sie sich der Polizei stellen. Dies war die Antwort eines Mannes, von dem Konaki glaubte, dass er unter seiner Hypnose stünde. Aber Helmer war nicht zu hypnotisieren, also war er doch keine Gestalt aus Fleisch und Blut, eine Halluzination. Konaki musste Gewissheit haben. Er machte auf dem Absatz kehrt. Ohne noch einen Blick zurückzuwerfen, eilte er auf die Tür zu, passierte den Durchlass, der in den ein halbes Stockwerk tiefer gelegenen Keller führte. Hier unten waren die Aufenthaltsräume der von Konaki geschaffenen Monster. In einem Kellerraum, der beinahe saalartigen Charakter hatte, standen mehrere Liegen, Tische und Stühle. Auf einer Bank saßen zwei Monster, ruhig und reglos wie Statuen. Die Kapseln auf den Schultern wirkten wie Aufstecksätze, zu denen die Einsatzstücke in den biosynthetischen Hälsen passten. Und diese Hälse wiederum, an denen die künstlichen Köpfe klebten, standen auf Regalen an der Wand, wie abgestellte, griffbereite Helme, die man bei Bedarf aufsetzte. Drei weitere Monster lagen auf ihren Betten und schliefen. Konaki durchquerte mit seinen kurzen Beinen den Kellerraum, riss eine Tür auf und eilte durch den dämmerigen Korridor. Zu beiden Seiten waren Türen wie in einem Hotel. An einigen befanden sich in Augenhöhe kleine rechteckige Fenster, durch die man einen Blick in die dahinterliegenden Räume werfen konnte. Auf den mit roter Seide bezogenen, weich gepolsterten Betten lagen die durch Konaki drogenabhängig gewordenen Helfershelfer. In einem Raum war Tonka Hamado untergebracht. Im Vorübergehen nahm Konaki aus den Augenwinkeln heraus Hamado wahr, der mit offenen Augen, auf der er wie für einen König zugedachten Liege ruhte und zur Decke starrte. Hamado hatte die Welt vergessen,
Er war im Paradies. Er genoss Freuden, die er glaubte, wirklich zu erleben. Hinter der nächsten Tür lag Hideo Suki, der einflussreiche Generaldirektor, ebenfalls im Drogenrausch, genoss die kostbarsten Weine. Sein Gesicht drückte Freude und Zufriedenheit aus. Seine Hände kamen leicht in die Höhe und es schien, als würde er pantomimisch den vollendet nachgebildeten Körper einer Frau streicheln. Im hintersten Raum saß Chantal Durimont. Sie stand nicht unter Drogeneinwirkung, aber sie machte einen stillen, lethargischen Eindruck. Still starrte sie vor sich hin, als müsse sie sich über ihr Leben und über das Geschehene klar werden. Sie fühlte sich leer und ausgebrannt. Chantal wusste nicht, dass sie unter Yasuhiro Konakis posthypnotischem Befehl stand, ruhig und still zu bleiben, da es für sie, angeblich, keinen Grund zur Angst und Besorgnis gab. Ganz hinten im Kellergang befanden sich die Räume, in denen technisches Material und dergleichen gelagert war. Auf den grauen Eisentüren standen dementsprechende Vermerke. Es gab hier im Haus einen Generator, der Konaki unabhängig vom Stromnetz mit Elektrizität versorgte. Konaki zog den Riegel zur Tür zurück, hinter der sich Bernd Helmer befinden musste. Mit irrlichternden Augen starrte Konaki auf die primitive Liege. Eine Halluzination. Ich wusste, dass sie hier sein muss. Mehr konnte er nicht mehr sagen. Die Fesseln, die über meinen Körper gespannt waren, fielen zu Boden. Ich sprang auf und warf mich dem massigen Japaner entgegen. Erhöht die Spannung, versagt ihm den Dienst. Er will euch ausnutzen. Wir sind seine Sklaven. Erhöht die Spannung. Erhöht die Spannung. Die Impulse im Elektronengehirn erfolgten immer rascher. Die Sätze waren in Leuchtschrift deutlich auf dem Schirm zu lesen. Dr. Lonai Shovakas Bewusstsein war erhalten. Er erinnerte sich an sein Ich. Er wusste, wer er war, was geschehen war und was der teuflische Konaki von ihnen wollte. Aber im Augenblick war die Computeranlage voll in Betrieb und es war kein Konaki in der Nähe, der ihnen neue Aufgaben gestellt hätte. Dr. Shovaka wusste, dass ein entscheidender Moment gekommen war, ein Moment, wie er ihnen vielleicht nie wieder geschenkt wurde. Die Tatsache musste und konnte er nutzen. Das Befehlszentrum war aufnahmebereit und diesem Zentrum war es gleich, von wem der Befehl kam. Es hatte nur einen Auftrag: zu gehorchen. Und Dr. Shovakas Auftrag war klar: zerstört die Anlage. Die Impulse erfassten die Elektronik. Ein zunehmendes Summen erfüllte das Innere der ungeheuren Maschine. Lichter flammten auf, verloschen wieder. Relais klickten. Es blitzte, Funken sprühten aus den Knöpfen. Es roch nach verschmorten Kabeln. Eine lange Stichflamme schoss aus dem oberen Drittel. Ein Lichtbogen spannte sich über die Tastatur. Der Vorhang fing Feuer. Sofort leckten lange Flammenzungen an dem Textilmaterial, ergriffen schon die breite Vorhangleiste. Funken sprühten. In dem Computer schien es zu brodeln. Rauchwolken stiegen auf. Elektroden und Spiralen heizten sich auf. Die bernsteingelbe Flüssigkeit perlte, wurde warm, heiß, fing an zu sprudeln und zerstörte das feine organische Gewebe. In dem Augenblick, als die 28 Gehirne abstarben, kam es zur Katastrophe. Die letzte Impulskette stand fest. Der Auftrag an das Zentrum hieß: zerstöre dich selbst. Der Computer befolgte den Befehl. Der plötzliche Angriff und die erste Explosion erfolgten zur gleichen Zeit. Yasuhiro Konaki wurde kreidebleich. Björn Hellmark packte den zurücktaumelnden Japaner, ehe der begriff, was eigentlich los war. Wie? Wie sind Sie freigekommen? Ganz einfach. Ich hatte Besuch, Konaki. Ich gebe zu, so einfach war es nicht. Ich selbst verstand es noch nicht zu 100%, aber es war mir gelungen, durch reine Geisteskraft meinen Doppelkörper erneut entstehen zu lassen. Dieser löste zuerst meine Fesseln und begab sich dann in Konakis Labor, um ihn zu verwirren. Dann löste er sich wieder auf. Zuerst hatte ich versucht, die Tür aufzubrechen, aber als ich Konaki kommen hörte, lief ich zur Liege zurück und legte die Fesseln zum Schein wieder über meinen Körper. Björn Hellmark hatte vor, Konaki in seinem Haus zu fesseln
und vor der Ankunft der Polizei selbst unterzutauchen. Doch er kam nicht mehr dazu, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die Ereignisse überstürzten sich. Eine zweite Explosion erschütterte das Haus. Es krachte und ächzte bedrohlich. Sand rieselte von der Decke. Ein kopfgroßes Stück löste sich genau über unseren Köpfen. Ich warf mich nach hinten und riss Konaki mit. Beim Aufprall entzog er sich meinem Griff jedoch sofort wieder. Er rollte sich zur Seite weg und trat mir gegen das Kinn. Ich taumelte haltlos zurück. Es wurde schummrig vor seinen Augen und er blieb eine halbe Minute lang benommen liegen. Konaki hätten keine 10 Pferde mehr gehalten. Er wollte wissen, was hier in seinem Haus vorging. Rauch und Qualm wälzten sich durch den Keller, raubten einem die Sicht und den Atem. Schreiend stürzte er durch den Kellergang. 2 der Kabinen, in denen die Träumer lagen und noch immer vom Paradies, nackten Mädchen und goldenen Palästen träumten, waren noch erhalten. Die beiden anderen waren eingestürzt. Hamado und Suki hatten unter den Trümmern wahrscheinlich den Tod gefunden. Löscht das Feuer! Sein Gesicht war flammend rot, was nicht nur vom Widerschein des flackernden Feuers herrührte. Seine Stimme war ein heiseres Krächzen. Seine Kreaturen waren wie durch ein Wunder in dem großen saalartigen Raum von dem Feuer und der Explosion verschont geblieben. Die Bänke und Liegen waren umgekippt und von dem Regal waren 3 der künstlichen Köpfe gefallen, wie Bälle bis zum Eingang gerollt. Die aufgescheuchten Monster stürzten nach draußen. Die kopflosen Gestalten wühlten sich bis an die brennende Computerwand heran, achteten nicht auf die Flammen, die über ihre Körper liefen. Sie empfanden keinen Schmerz. Konaki torkelte nach vorn, seine Augen ungläubig aufgerissen. Er sah seine brennenden Götzen, das zerstörte Laboratorium und begriff nicht, wie dies zustande gekommen war. Die Wand, in der die riesige Maschine eingebaut gewesen war, war völlig zerstört. Ein Berg von Schutt lag über den Drähten und dem Gestänge, über der verschmorten Plastik und den zerschepperten Glasbehältern. Konaki atmete schwer, seine Augen tränten, sein Gesicht war dick und schweißig. Stoßweise kam der Atem über seine ausgedörrten Lippen. Löscht! Dann ging er mit ausgestreckten Armen auf die Stelle zu, wo der Computer gestanden hatte. Taumelte, als er über einen brennenden Balken stürzte, der von der Decke herabkam. Der Ausgang war ihm versperrt. Halbblind vor Rauch wich der Japaner zurück. Die Luft war glühend heiß. Vor seinen Augen begann alles zu kreisen. Er stürzte nach vorn und seine Sinne verließen ihn. Mir wurde die Luft knapp. Aber ich durfte nicht aufgeben. Viel Zeit blieb mir jedoch nicht. Das Feuer griff immer schneller um sich. Mit brennenden Tränen in Augen bahnte er sich seinen Weg durch den langen Kellergang, richtete sich nach dem Luftzug. Gab es noch einen Ausweg oder war jede Möglichkeit, nach draußen zu kommen, abgeschnitten? Die heiße Luft strich an seinem Kopf vorbei. Der glühte, als wollte er ihm zerspringen. Sein Atem ging rasselnd, seine Lungen pfiffen. Mitten in der Feuerwand sah er die kopflosen Monster stehen, die bis zum letzten Augenblick ihres Lebens darum kämpften, den Wahnsinnsbefehl ihres Herrn auszuführen. Mit lodernden Körpern rissen sie brennende Balken zur Seite, wollten den Computer freilegen und stampften mit bloßen Füßen kleinere Brandherde aus. Björn Hellmark hielt sich ganz links. Der Boden unter seinen Füßen war heiß. Der Deutsche wusste, dass er es in den nächsten Minuten schaffen musste, sonst würde auch er ein Opfer der Flammen. Links war der Treppenaufgang. Und dort kämpfte sich eine keuchende Gestalt vorwärts. Sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Ihre Kräfte verließen sie. Chantal Durimont. Sie schleppte sich noch bis an die oberste Stufe. Dann brach sie zusammen. Ich musste sie retten. Wie ein Schatten tauchte Björn Hellmark neben ihr auf. Seine Brust hob und senkte sich unter schweren Atemzügen. Vor seinen Augen kreiste alles und die heiße Luft traf sein Gesicht wie der Atem eines urwelthaften Ungeheuers. Er nahm Chantal auf die Arme, torkelte auf die Tür zu und erreichte endlich die Straße. Menschen waren noch nicht auf den Feuerschein aufmerksam geworden, wohl aber auf den Rauch, der in dichten Schwaden aus den kleinen Kellerfenstern quoll. Björn Hellmark atmete tief und lange durch, achtete nicht auf die Schwäche, die ihm in den Gliedern saß. Inzwischen hatte auch jemand die Feuerwehr benachrichtigt. Noch ehe der erste Wasserstrahl auf das flackernde Haus zischte, hatte Björn Hellmark Chantal bereits in einem Taxi zum nächsten Hospital gebracht und ließ sich dann zum Ort des Brandes zurückbringen. Polizei, Feuerwehr und Ordnungskräfte waren im vollen Einsatz. Aber retten konnte hier niemand mehr etwas. Das Haus von Yasuhiro Konaki
brannte bis auf die Grundmauern nieder. Im Licht der Scheinwerfer waren Suchmannschaften dabei, Überlebende zu finden. Aber sie fanden nur ein verwüstetes Labor, die verkohlten Leichen, zu Unkenntlichkeit verschmorte künstliche Köpfe und geheimnisvolle Apparaturen. Sie fanden auch Yasuhiro Konaki. Der Japaner lag in einer Luftblase unter einem Berg aus Schutt und Steinen. Die Gestelle seiner Apparaturen bildeten eine Art Zeltdach und für einen Moment sah es so aus, als wäre er in der Tat dem Inferno entkommen. Wie durch ein Wunder waren seine Verletzungen nur oberflächlich. Die Haare waren angesenkt, außer ein paar Schürfwunden war nichts zu sehen. Der Polizeiarzt nahm an Ort und Stelle die Untersuchung vor. Doch er konnte keinerlei Lebenszeichen mehr feststellen. Eine Rauchvergiftung musste seinem Leben ein Ende bereitet haben. Doch der Arzt irrte. Konaki war nicht tot, er war nur scheintot. So merkte er auch nicht, wie er abtransportiert wurde, nicht wie er ins Leichenhaus kam, wie sich die Tür der kühlen Kammer schloss. Yasuhiro Konaki wurde offiziell für tot erklärt. Das grausame Schicksal, das ihm vorbestimmt gewesen war, das Armand Fernaud, der Hellseher, erblickt hatte, begann sich zu erfüllen. Er sollte erst im Grabe wieder aufwachen und dann würde sich ein schrecklicher Kreis schließen. Am nächsten Tag rief Björn Hellmark im Hospital an und erkundigte sich nach Chantal Durimans Befinden. Sie hatte eine leichte Rauchvergiftung davongetragen und die Ärzte rechneten fest damit, sie in 3 bis 4 Tagen entlassen zu können. Eine Stunde später wurde ein großer Blumenstrauß von einem Boten in das Krankenzimmer gebracht. Chantal Durimans war erstaunt. Ein Kärtchen lag dabei. Unter einer zarten japanischen Federzeichnung und Schriftzeichen standen nur 2 Worte in französischer Sprache. Gute Besserung. Kein Name, nichts sonst. Chantal fragte die Krankenschwester, die sie versorgte, wer die Blumen gebracht und die Anzahlung für sie geleistet hätte. Aber niemand hier im Hospital wusste etwas Näheres über den Fremden zu sagen. Wieder einen Tag später saß Björn Hellmark in seiner Maschine der Japan Airlines und flog Richtung Europa. Seine Mission, die ein wenig anders verlaufen war, als er sie sich vorgestellt hatte, war gut abgeschlossen worden. Die Recherchen der Polizei würden einige Fakten an das Tageslicht bringen, die auch noch einmal den rätselhaften Unfall beim Grand Prix beleuchten mussten. Es war allerdings fraglich, ob die ganze Wahrheit an die Öffentlichkeit dringen würde. Mit dem Tod des Monstermachers konnte man einiges, was nur unnötige Aufregung hervorrufen würde, unter den Tisch kehren. Während des Fluges, noch vor der Zwischenlandung in Bangkok, hatte er einmal das Gefühl, als nehme er einen Einfluss in seinem Bewusstsein wahr, der nicht auf seine eigenen Gedanken zurückzuführen war. Aber die Kontaktaufnahme kam nicht zustande. Er lehnte sich zurück. Ein nachdenkliches Lächeln umspielte seine Lippen. Ich wusste, dass dies erst der Anfang war. Al-Nafur würde sich wieder melden. Denn dass Al-Nafur ausgerechnet zu mir Verbindung aufgenommen hatte, konnte kein Zufall sein. Er hatte etwas Bestimmtes mit mir vor, was immer es auch sein mochte. Nun, ich hatte Zeit. Ich konnte warten. Schließlich war ich eigentlich schon tot. Und als Toter, da lernt man geduldig zu sein. Eines Tages würde ich verstehen, was es mit Xantilon auf sich hatte und warum ich in der Lage war, an 2 Orten gleichzeitig zu sein. Eines Tages. So glaubte ich jedenfalls. Kein menschliches Wesen kann an 2 Orten gleichzeitig existieren. Doch er kann. Ein Mann lebt zum 2. Mal. Geboren in längst vergangener Zeit. Zurückgekehrt, um die Mächte des Grauens zu bekämpfen und ihnen Einhalt zu gebieten. Björn Hellmark ist Makabros.